Hallo, Hallöchen, Hallöchen, seid ihr da? Könnt ihr was hören? Oh mein Gott, ich habe schon wieder nur technische Probleme, Leute. Es ist zum Mäusemelken. Hört ihr mich? Hallo? Ja, okay, gut. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Hallöchen. Oh mein Gott, ich habe jetzt hier 20 Mal versucht, den Stream zu starten. Und, da ist OBS ständig abgestürzt, permanent. Ich wusste gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich war jetzt schon kurz davor, alles auf Twitch laufen zu lassen, Leute. So, ich muss mal kurz meine Ohren wieder reinmachen. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, es geht euch gut. Ah, oh, was für ein Kack schon wieder. Alles viel zu aufregend, Leute. Viel zu aufregend alles. So. Ich hoffe, die Qualität ist in Ordnung. Und dass alles gut ist. Hallöchen erstmal Grave Rider. Hallöchen Gunther und Hallöchen Rocket. Schön, dass ihr da seid. Das freut mich mega heftig doll. So, ich wollte eigentlich gar nicht in diese Übersicht. Ich wollte eigentlich direkt hier reingehen, warte. Und zwar dahin, wo man nichts sieht. Doch, jetzt sieht man was. Nee, sieht man nicht. Das ist alles von hinten hier schon wieder. Hier ist alles verstellt. Ich hatte alles eingerichtet, ich schwöre. Ich habe alles eingerichtet und nichts ist mehr so, wie es sein soll. So, oder? Ah. Aber warum sollte es auch irgendwann mal glatt laufen? Macht ja gar keinen Sinn, oder? Ist ja alles sehr Quatsch. Glatt laufen macht ja, ist ja langweilig. So, hier, mach mal Musik. Was ist das jetzt für ein Quatsch? Wie sieht das jetzt schon wieder aus? Leute, wir kriegen das hin, ich schwöre. Ich mache hier gleich das. Ja. So, ist das jetzt in Ordnung? Herrje! Puh, Leute, ich versuche jetzt kurz runterzukommen eben. Ne? So ganz entspannt. Schön entspannten Livestream heute hier auf YouTube. So. Hab das jetzt hier. Die Musik ist mir alles viel zu laut. Aber das können wir später nochmal ein bisschen anpassen. Herzlich willkommen zu der ersten Folge Ark Survival Ascended auf dem neuen Rechner. Mit dem neuen Setup und ohne GeForce Now und mit Mods, Leute. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Würde gerne irgendwas drücken, aber er lässt mich nicht, Leute. Weiß nicht warum. Ich raste gleich aus. Gut siehst du aus. Ja, danke, danke, danke. Aber ich mach mal das Spiel noch mal kurz zu. Das will ich hier schon wieder nicht. Warte mal. Spiel verlassen. So, ich bin also. Lass uns doch einfach kurz mal ein bisschen schnattern. Wie geht's euch so? Rocket hat seine neue Grafikkarte eingebaut. Was hast denn du dir jetzt für eine Grafikkarte gekauft? Erzähl doch mal. Ich mach mal derweil das Spiel an und hoffe, dass es jetzt geht. Das interessiert mich jetzt heftig. Witz, ist aber nicht jetzt eine 4090 oder sowas. So, komm, Spiel. Lass mich nicht im Stich. Ich habe das nämlich auf 2K eingestellt und ich habe das Gefühl, dass das nicht so eine gute Idee war. Weil hier verstellt sich nämlich gerade alles und das ist ein bisschen nervig, wie ich finde. Ach, Leute, Leute. Ich hoffe, es ist noch alles gut. Eine RX 7900 XT. Ach ja, das sind ja die. Ja, da kenne ich mich gar nicht mit aus. So, guck mal, jetzt ist schon wieder das hier alles verstellt. Was soll das? Das gefällt mir nicht. Dann machen wir das anders. Dann gehe ich jetzt auf 1080p, weil ich das gerade nicht anders hinkriege. 1080 bitte. 1080 bitte. Bitte, hier. Ja, sehr gut, speichern. Ändert aber irgendwie nichts, ne? Leute, ich schwöre, ich habe mich ausreichend vorbereitet. Und jetzt das. So. Ich hoffe, es läuft jetzt. Wir werden jetzt
beginnen. Und damit noch einmal herzlich willkommen zur ersten Folge mit dem neuen Setup bei Ark Survival Ascended. Und nicht Vanilla, sondern mit Mods. Ja, ich habe mir ein paar rausgesucht. Ich habe keine Ahnung, ob die was taugen. Wir werden das gemeinsam herausfinden. Das sind die Mods. Ich glaube, das hier ist sowas wie S Plus vorher. Die RR Home Deco, die kennen wir ja noch. Hier Teleporter, bla, irgendwas anderes. Weiß ich nicht. Wir gucken einfach. Und die Greifen-Mod. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Wir gehen auf The Island. Denn beim letzten Mal, oder beim vorletzten Mal, als ich in die Abstimmung geguckt habe, war 50% wollten Island und 50% wollten Svartalfheim. Da habe ich gedacht, toll, das ist ja jetzt wirklich hilfreich. Und habe mich jetzt für The Island entschlossen. Und dann kam noch eine weitere Stimme tatsächlich rein, die auch nochmal für The Island gestimmt hat. Und jetzt bin ich ganz happy, dass wir das jetzt einfach machen. So, nach Svartalfheim können wir immer noch eiern. Wir müssen erstmal dafür Sorge tragen, dass das Spiel überhaupt läuft. Ne? So, das machen wir jetzt auch. Wir werden uns jetzt einen neuen Charakter anlegen. Und wer OBS schmiert hier gleich ab. Wenn das Ding abstürzt, machen wir auf Twitch weiter oder so. Ich weiß noch nicht genau. Wir fangen jetzt aber erstmal hier an. Und dann gucken wir mal. Wenn irgendwas nicht cool ist, brüllt in den Chat rein und sagt Bescheid. Ah. Bin so happy, dass ihr... Nee, den wollte ich eigentlich. Ich wollte eigentlich einen neuen Charakter anlegen. Warte kurz. Moment. Wie löscht man die? Ah, hier. Ich lösche. So, jetzt mache ich einen neuen Charakter. So, wir wollen eine Frau. Ich hatte nur kurz einen Testcharakter, um zu gucken, wie es aussieht. Ich möchte aber natürlich hier Lexan anlegen, ne? Das ist ja klar. So, und die Tante ist, die war lange nicht mehr in der Sonne. Zur Zeit mal wieder, würde ich sagen. Hier so. Und ist heftig durchtrainiert und hat mega riesige Hupen. So, dann haben wir... Wir sind auch sehr... Man kann immer noch nicht so besonders viel einstellen, ne? Skinny. Wir sind sehr skinny. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Was ich ja richtig cool finden würde, ist oder wäre, wenn wir uns einen etwas korpulenteren Charakter anlegen und wir durch das Ganze laufen und nicht essen und hungern und, ne, dass wir dann einfach auch trainierter werden. Das würde ich ja echt feiern. Mach mal so. Okay. Stimme? Keine Ahnung. Ich hoffe, das passt soweit. So, und ansonsten, die hat einen heftig krassen Kiefer, die Frau. Was ist denn das für ein Kiefer? Kann man den Kiefer verändern? Kopftiefe, Nacken, Kopfbreite. Hier, ist es das? Die für einen krassen, was für eine heftige Jawline. Das war richtig krass. Gesichtfett. Ist das überhaupt relevant? Wir gucken uns eh nicht an, ne? So, okay. Haarlänge würde ich gerne. Hätte ich gerne lang. Jetzt schon. Nee, das ist Bart. Wieso Bart? Nein! Kopf, Rumpf, Arme, Kopf, Haare, Haarlänge. Kann ich keinen Zopf machen? Konnte man das nicht vorher? Doch, konnte man. Hier. Das will ich. So, wunderbar. Und Haarfarbe hätte ich gerne... was habe ich denn jetzt? Straßenköter, Mitteldunkel. Straßenköter, Mitteldunkel. Hier so, sowas. Ja, das passt. Wunderbar. Ich kann ordentlich beißen. Ich hoffe doch. Die muss ich ja mit richtig heftigen Tieren gleich wieder anlegen. Ist lange her. Wir sind aus dem Training, würde ich sagen. So, ich glaube, das passt, oder? Ich bin der Angst. Das ist voll die Amazone. Boah. Die ist super, oder? Ja. Kann man hier noch den... Hier, Latissimus. 100% ist vielleicht... Wo ist denn der überhaupt? Den ist doch... Da ist doch hinten.
Muskelstärke vielleicht auch nicht, muss auch nicht ganz so. Warum haben sich jetzt nur die Brüste bewegt bei den Muskeln? Ich weiß jetzt nicht genau. Hier, Brustfett mache ich mal ein bisschen weg. So, jetzt sieht das auch ein bisschen normaler aus. Rückenfett. Wir lassen das jetzt so. Auf jeden Fall könnten wir eine Weile aushalten. So, wir sind fertig. Erstellen. Leute, ich hatte vorher gecheckt. Ich hoffe, das ist alles noch so, dass wir nicht sterben werden. Also, dass wir nicht, wie heißt denn das? Ihr wisst schon, dass wir komplett der Charakter weg ist. Sondern habe alles normal eingestellt. Und wir werden, ich habe mir so überlegt, weil wir ja am Ende hier gelandet sind beim letzten Mal. Ich weiß halt noch nicht genau, wo ich hin will. Ich will aber auch nicht hier unten jetzt spawnen, wegen der Wege. Und habe mich dazu entschieden, hier zu spawnen. Ostzone 3, Mittel. Hört sich an wie zu Hause. Ostzone 3, Mittel. Spawn. Are you the one I've been waiting for? You might Ach, Leute. Be. I hope so. It's been so many cycles since I was her. Ich hoffe, die Quali ist okay, ja? Ist alles gut. Oh mein Gott. Bitte sag mir Bescheid, wenn irgendwas nicht gut ist. Wir gucken uns die Sequenz nochmal an. The odds just kept getting longer. I guess I've been losing faith. While they've been gaining power. You have to reach me. Everything depends on your survival. Master this world. Make allies of its many creatures. Grow your strength and skill. Explore this place like I did so long ago. Ostzone passt, sehr gut. Put the pieces together and find me, Survivor. You may be aufregend. The only one who can. Ist das zu laut? Bin ich zu laut? Ist irgendwas zu laut? Ich glaube, ich bin zu laut. Ich glaube, ich bin zu laut. Und ich brauche unbedingt den Vollbildmodus, Leute. Das habe ich noch nicht. Das muss ich noch mal kurz machen. Ich trau hier gerade nichts mehr, ne? Also meiner ganzen Technik traue ich gerade nicht. So, warte mal, eine Sache noch eben kurz. Hier Video, Vollbild. Los Speicheros. Und wieder raus. So, fortsetzen. So, oh mein Gott. Adios. Na! Warum kam ich eigentlich... Wer kam eigentlich auf diese dämliche Idee, hier zu spawnen? Ja, klar. So, dann lass mal gucken hier. Ich weiß hier schon mal am Tyrannodon, das ist doch gut. Ich nehme mal Zeug mit. Wie ist die Grafik? Passt das? Komischerweise, ich habe ja jetzt auch volle Pulle hier alles, ne? Aber die Wolken sehen einfach nicht gut aus. Das liegt jetzt aber an dem Spiel. Da kann ich nichts mehr machen jetzt, Leute. So. Ein bisschen Zeug sammeln. Hallöchen, Arwen, hallöchen. Wieso YouTube? Was? Bitte spezifiziere deine Frage, Rocket. Warum ich das auf YouTube mache? Einfach nur, warum ich das jetzt hier mache? Wenn das jetzt die Frage ist... Stell mich mal hier hin, weil da vorne ist das Krokodil. Weil ich mir gedacht habe, ich würde gerne ein Live-LP haben auf YouTube. Wieso sieht das Wasser so scheiße aus? Ich hatte das doch auch schon hier. Ist denn... Also... Speichern. Müsste das nicht eigentlich besser aussehen? Was ist das überhaupt? Rahmengenerierung. Mach mal an. Mal gucken, was das bringt. Sieht überhaupt nicht gut aus. Und ich weiß nicht, warum. Also genau, der Hintergrund ist tatsächlich, hier ein Live-LP zu haben oder auch alternativ zwischendurch meine Folge rauszuballern. Einfach auch, weil ja auch viele Leute auf YouTube eher unterwegs sind und auch auf YouTube vielleicht mal Livestream sehen möchten.
Ich glaube, das ist auch eine ganz feine Sache, um einfach auch beide Kanäle mal so ein bisschen zu bespielen, ne? Also Twitch-Livestream, aber auch YouTube-Livestream. Ich will einfach nur mal gucken, wie das so ist und wie das so läuft. Und wenn das halt nichts ist, dann kann man immer noch mal rüber wechseln Richtung Twitch, ne? Aber jetzt sagt mir doch mal bitte, wie ich dieses Wasser hübsch kriege. Das sieht alles total kacke aus. Why? Warum ist das so? Ich habe das Gefühl, ich fange immer wieder von vorne an hier, als ob man irgendwelche Sachen einstellt und dann ist alles für den Hintern. Was genau sorgt jetzt dafür, dass das hier so komisch aussieht? Das frage ich mich. Ich habe alles auf episch. Mehr geht halt auch nicht. RTX ist an. Und das sieht zum Mäusemelken aus, Leute. Guck dir das mal an hier. Was ist das? Was ist das für ein Wasser? Das hatten wir doch schon mal selbst auf GeForce Now besser. Wenn das einer weiß, bitte schreibt es mir in den Chat. Bitte. So, ich hoffe, hier ist jetzt niemand Böses. So. Warum sieht das. Ich weiß, ich hatte mal irgendwas eingestellt und dann war das besser. Ich habe keine Ahnung mehr was. Oder ich mache noch mal RTX kurz aus. Aus, speichern. Sieht immer noch kacke aus. Niedrige Latenz? Was? Komisch. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, warum das Wasser so komisch aussieht. I don't get it. So, dann lass uns mal hier erstmal kurz überleben, ein bisschen. Ich habe auch noch gar keinen Plan tatsächlich, was wir machen werden. Ich denke mal, das Ziel wird sein, erstmal irgendwie sich hochzubauen und zu überleben, ne? Und dann gucken wir mal, was daraus wird. Vielleicht ein, zwei Mods kennenlernen, die wir jetzt hier haben. Und dann mal schauen. Das sieht nicht aus, Leute. Es sieht einfach nicht aus. Ich mach mal kurz was. Grauenhaft. Einfach nur grauenhaft. Eieiei. Das machen wir aus. Das machen wir aus. Hat irgendwer einen Plan, woran das liegen könnte? Meine, das hier sieht ja alles okay aus. Auf der Seite ist alles nice. Nur hier, das Wasser sieht halt Panne aus. Nun gut. Hallöchen Molly, einen wunderschönen guten Abend. Also wenn irgendwer was weiß, sagt's bitte. Sagt's mir bitte umgehend, damit das hier eine bessere Qualität wird. So. Wo werden wir uns niederlassen? Ich glaube, hier vorne ist es tatsächlich gerade so ein bisschen safe, würde ich jetzt sagen. Das Krokodil ist da hinten irgendwo. Und hier ist jetzt erstmal nichts Dramatisches. Finde sehr schön, dass sich das hier im Wind bewegt. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier so ein kleines Lager oder was? So ein kleines Minilager. Dann schauen wir mal. Leider kein Plan. Mann. Schadi. Schadi, schadi.
Naja, wir kriegen das mit der Zeit raus, denke ich mal. Warum das so ist, wie es ist. Gut, dann lass mal starten hier. Oh, wir haben schon 8 Punkte. Mein Gott. Ich gehe mal auf Gesundheit. Ich gehe mal auf Ausdauer. Auf jeden Fall Gewicht und nochmal Gewicht. Nahkampfschaden wäre cool. Bisschen Bewegungsgeschwindigkeit, Resistenz und nochmal Gesundheit. So. Was haben wir denn hier alles? Guck mal, das sind alle schon mal hier. Die kenne ich doch. Die RR Homesmithy von damals. Der Teleporter sieht auch aus wie das Ding von damals. Das scheinen also die gleichen Dinger zu sein. Und dieses QOL hier, Quality of Life Plus, scheint das Pendant zu S Plus zu sein. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich hoffe es zumindest. Aber dann müssen wir theoretisch... ja, auch die Bauteile hier haben, ne? Theoretisch. Oder wahrscheinlich läuft das doch anders, als ich mir jetzt vorgestellt habe. Das kann sein. I don't know. Naja, wir machen erstmal hier Lagerfeuer. Axt, Speer. Reusable Speer habe ich hier. Den nehme ich doch sehr gerne. Eine Reusable Torch auf jeden Fall auch. Und hier hätte auch gerne noch eine Reusable Spitzhacke. Wo ist die denn? Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ich habe einfach irgendwas installiert. So, haben wir noch eine Spitzhacke irgendwo. QOL Standing Torch auf jeden Fall. Was noch? Mörser und Stöße brauchen wir noch nicht. Klamöttchen. Ist hier. Ich habe noch kein Dodo gesehen. Das gefällt mir nicht. Wir brauchen unbedingt Dingens. Wir brauchen Haut, Leder. So, und dann fangen wir an mit. Ich will eigentlich gar nicht mit Stroh bauen, wenn ich ehrlich bin. Auf Stroh habe ich gar keinen Bock. Was ist das? Okay, wir brauchen das. Wir brauchen eine Kiste. Na gut, ich muss eh erstmal die Sachen hier freischalten. Müssen wir ja eh. So, dann machen wir das natürlich auch, ne? So, hier Dach und sowas. Wenn ich meine Brille abnehme, ist alles super. Aber wie kriege ich das denn schön, Leute? Warum geht ein RTX nicht? Oder haben die schon wieder irgendein... Ich weiß was, das ist eh sowieso immer nur Studio Wildcard daran schuld. Gibt keine anderen Schuldigen. Immer nur Studio Wildcard. Gleich Stein. Gleich Stein? Nicht mal Holz? Weiß ich nicht. So, jetzt mache ich hier nochmal ein bisschen Nahkampfschaden. Und baue mir erstmal 2, 3 Sachen. Reusable Spear. Feuerstein brauchen wir. Erstmal eine Klamotte, dann das. Hier noch eine Mütze und dann brauche ich noch eine Spitzhacke. Dann können wir schon mal ein bisschen was anderes holen. Hallo Angie, hallöchen. Angie weiß das vielleicht. Ich kriege hier voll Para schon wieder. Ihr werdet mir gehören, ihr kleinen Flattermeister. Hallöchen, Rumpelkammer. Einen wunderschönen guten Abend. Okay, es kommen neue Leute dazu. Wer von euch weiß, wie ich das hier hübsch kriege? Weiß jemand, wie ich das schön kriege hier? Das sieht kacke aus. Bester Rechner und nichts sieht gut aus. Falls das jemand weiß, bitte schreibt. So, ich habe jetzt eine Spitzhacke. Ich habe Klamotten. Also zumindest ein paar. So, dann brauchen wir diesen Speer. Dafür brauche ich noch Feuerstein. Let's go. Wo sind Steine? Ich werde auf keinen Fall in das Dickicht laufen. Niemals. Ich laufe irgendwie da vorne hin. Habe die Befürchtung, dass da ein paar böse Tiere sind. Es wackelt im Unterlaub. Was ist das da hinten? Oh Gott. Spooky. Mit dem Spooky werde ich noch fertig. Vielleicht.
Ich werde sowieso gleich sterben. Ich weiß das jetzt schon. Ja, kümmere dich mal um den. Ich brauche Flint. Vielen Dank. So, ich brauche den hier, damit ich den töten kann. Ich habe die Befürchtung, dass er gleich zu mir kommt. Ich bin doch nicht bereit für euch. So, ob ich den kriege. Habe ich ein Level? Ja. Ich gehe mal nochmal auf Nahkampfschaden. Das könnte vielleicht schon helfen. Aber es sind aber ein bisschen viele Spookies hier gerade. Hallo? Hallo? Ist der Ingame-Sound laut genug, Leute? Da vorne läuft Keratin rum. Das müssen wir uns auch noch. Und da ist auch nochmal Keratin. Tiere werden nur noch in Rohstoffen benannt jetzt hier. Wir nennen sie Keratin und Keratina. Eieieiei. Das ist aber schön. Komm jetzt her. Ich will wissen, ob ich dich töten kann. Auch Leder. Und eine Axt wäre auch cool. Eine Reusable. War das eine Reusable? Nein. Was war das denn? Moment. Ich wollte nicht den Blueprint haben, sondern das hier. So. Okay, das heißt, wir können uns schon mal eine Trinkflasche machen. Obwohl, eigentlich brauchen wir die nicht. Wir sind ja direkt am Wasser gerade. Wir holen uns Schuhe. Und Handschuhe. Naja, und doch eine Trinkflasche machen wir auch. So, danach bauen wir uns ein kleines Lagerfeuer. Hier gehen wir nochmal auf Leben. Dann hätte ich gerne ein bisschen Gewicht noch. Nochmal Nahkampfschaden, Ausdauer. Perfekt. Ging gut. Ist alles in Ordnung. Wir haben es noch nicht verlernt. Wir haben es einfach noch nicht verlernt. Das ist richtig gut. So, das ziehe ich an. Das ziehe ich an. Wir sehen super aus. Guck mal, jetzt ist gar nicht mehr so krass. Jetzt sieht sie völlig normal aus. Nicht wie so eine krasse Amazone. Der Kiefer ist auch okay. Der Kopf ist vielleicht ein bisschen groß. So, dann haben wir hier ein paar Bärchen. Ein bisschen Fleisch. Dann machen wir uns jetzt Stroh und Feuerstein brauche ich. Ein Iguanodon, der sehr blutig aussieht. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Alter, vier Dinger. Ich muss die mal so nach und nach, glaube ich. Die haben alle so schöne Farben. Ich muss die mal kurz alle nach und nach wegtöten. Wegtöten muss ich die. Ey, was für schöne Farben die haben. Das ist ja voll gut. Wie viel sind denn von denen hier? Das ist ja heftig. Was ist denn mit denen? So. Soll das so bunt aussehen? Ja, ich hoffe doch. Ist es. Ist immer noch am Leben. Ich glaube, der hat einfach nur rote Flecken, der Mann. Der Iguanodon. Bleib stehen! Hab mal Google gefragt, hast du Textures auf Epic? Ich habe alles auf Epic. Ich kann es mir ja erlauben. Meinst du, das ist falsch?
Meinst du, das ist falsch? Soll ich das nicht auf Epic machen? Ich werde mal kurz speichern und hoffen, dass das diesmal funktioniert. Ist das das Problem? Wozu gibt es denn Epic, wenn ich das nicht machen darf? Ich habe ja eine 4070 Ti. Ti habe ich. Also ich auf Texturen, ja? Aber du hast auch noch nicht gesagt, was ich machen soll. Ich mach mal was anderes. Hoch? Probier mal. Ich bin einfach sehr ungeduldig auch. Immer noch kacke aus. Jetzt sieht es noch mehr kacke aus als vorher. Nee, das ist richtig. Ach so, dann mache ich das wieder zurück. So, warte. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch, wie ihr wisst. Aber irgendwas war das, oder waren das die Schatten oder globale Beleuchtungsqualität oder so? Effektqualität? Irgendwas war doch immer ein Problem. War das das hier vielleicht? Sieht alles Mist aus. Das mache ich auch wieder zurück. Ich glaube, ich lasse die Finger jetzt davon. Globale mache ich auch wieder auf episch. Ich hätte jetzt gerne auf 2K hier gemacht, aber das hat auch irgendwie Probleme gemacht. Deswegen lasse ich das lieber. Trotzdem ist es in 2K für euch jetzt, aber es ist halt in-game, nicht 2K. Ja. Keine Ahnung. So. Ist richtig, okay. Gut, dann lasse ich das jetzt erstmal so. Keine Ahnung, warum das Wasser so aussieht, obwohl ich RTX anhabe. So, wir benötigen ein Lagerfeuer. Dafür brauche ich Holz. Ich traue mich gar nicht in den Wald. Das ist bestimmt böses Getier. Mir ist kalt. Toll. Was ist denn unter RTX versteckt? Warte, ich guck kurz. Ich mache nur schnell ein Lagerfeuer. Hier, mir ist kalt. Hä? Jetzt kommt ja auch noch so ein Klauarsch. Moment! Muss den wegmachen. Nee, 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 nee. Hau ab! Hau ab, sag ich dir. Hau ab! Klaus mir hier gar nichts. Mieses Stück. So, okay, warte. War nur schnell Lagerfeuer. Dafür brauche ich aber noch einen Feuerstein. So. Der Chat laggt ein bisschen. Was meinst du damit? Der Chat laggt. Dass er ein bisschen hinterherhinkt? Oder was meinst du genau? Oder meinst du irgendwas anderes? So, Lagerfeuer. Ich habe schon wieder Punkte. Also er sagt mir sehr gute Verbindung. So, ich mach mal ein bisschen Holz hier rein und dann machen wir noch ein bisschen Fleisch hier rein. Und dann mache ich das an. Und wir machen uns Fleisch. Hängt ein bisschen hinterher. Das ist normal bei. Also ich habe eine normale Latenz drin. So eine klassische Latenz. Das kann man. Man kann einstellen. Stream-Latenz normal, niedrig und extrem niedrig. Aber ich lasse lieber alles auf normal. Ansonsten haben wir noch andere Probleme dann später. Ich bin also schon in der Zukunft. Quasi schon Endgame. Bin schon im Endgame, Leute. So, ich sollte gucken, was bei RTX drin ist, ne? Ich zeig euch kurz RTX hier. Nvidia DLSS an. Rahmengenerierung. Keine Ahnung, was das ist. Super Auflösung. Muss ich das hier vielleicht nehmen? Was ist das hier? DLAA. Ich guck mal kurz.
Ist das besser? Und Hallöchen, Sandra. Hallöchen. Du bist im Lurk. Alles gut. Alles ist in Ordnung. Ist das ein bisschen besser jetzt? Ich will es nicht, Leute. Ich will es nicht. So, wir bauen uns jetzt ein heftiges Haus erstmal. So ein bisschen Gesundheit machen wir uns noch rauf. Habe das Gefühl, ich level etwas schnell. Wir brauchen aber noch Stroh und Holz. Stroh und Holz. Die Sunny, ganz genau. Nicht wirklich besser? Ich habe mir das jetzt eingebildet, ne? Okay, wollen wir noch irgendwas anderes probieren? RTX. Ich mache jetzt Rahmengenerierung an. Was auch immer das ist. Dann machen wir... Nee, dann können wir die Latenz nicht... Latenz soll aus. Ich mache mal Latenz aus. Leute, wie spielt ihr das denn? Oder spielt hier gar keiner mehr Ascended? Ultra-Leistung, Leistung ausgewogen, Qualität. Wenn, dann will ich ja sowieso Qualität haben. Ich mach noch mal Auto. Ausspeichern. Jetzt sieht das wieder richtig kacke aus. Also es war eben besser tatsächlich. Krass. Die LAA war besser. Okay, dann lasse ich das erstmal an. Definitiv besser. Guck mal, man sieht sogar den Schaum jetzt. Dass das Schaum ist und nicht irgendein Texturfehler. So. Guck mal, den wollen wir auch noch töten. Ich hätte am liebsten den Iguanodon, Leute. Der ist ja eine Maschine. Ich glaube, das wird Don Inge werden, Leute. Ich glaube, wir haben Don Inge gefunden. So, jetzt. Herstellung. Nee, reicht nicht. Wir brauchen noch Stroh. Ich spiele kein Ark mehr. Hat das einen speziellen Grund? Also wegen dem ganzen Hickhack und Studio Wildcard und Qualität und all so Sachen. Oder einfach andere Games gefunden, die mehr Spaß machen. So, ich mach mal 6 Fundamente. Perfekte Größe. Das machen wir. So, noch ein bisschen Gewicht drauf. Wo ist der hier ist die Reusable Torch. Die hätte ich auch noch gerne. Dann müssen wir nicht ständig eine neue Fackel bauen. Wo ist die genau? Hier ist reusable. Dafür brauchen wir noch einen Feuerstein. Hole ich mir auch noch mal schnell. Hier vorne. Spiel im Moment kein Ark. Kann seit Weihnachten keine Mods mehr runterladen. Das ärgert mich. Oh. Ach so. Spiele lieber Conan. Ja, Conan überlege ich auch noch, aber ich habe gerade so viel Games. Aber Conan kommt auch noch mal wieder. Ich kann mit dem kein Ark zocken. Qualität für den Arsch. Mit dem Rechner, ne? Mhm. Und Arvin, warum kannst du keine Mods installieren, hä? Also das ging jetzt tatsächlich. Ich habe es aber auch das erste Mal jetzt gemacht. Also mit dem neuen PC sowieso. Okay, krass. Conan müssen wir auch noch mal rein irgendwann, Leute. So, ich mache hier. Erstmal ein klassisches 0815 Haus. Jetzt habe ich das Lagerfeuer hier hingemacht. Ist gut. Kann ich das aufheben?
So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen anderen Stuff. Wie war denn das noch? Achso, wir haben ja jetzt diese Wände, wo du verschiedene Möglichkeiten hast. Das habe ich auch ganz vergessen. Ich gehe nochmal auf Nahkampfschaden, auf Leben. Das heißt, wir machen jetzt erstmal eine Kiste. Die hat absolute Priorität. Dann können wir erstmal den ganzen Schrott reinmachen. Und dann holen wir das schon wieder, so ein Spuckding. Sage mal. Reicht's mir aber hier. Mit eurer Brut. Aber wenigstens seid ihr gute Fleischlieferanten. Das finde ich sehr löblich. Und Leder gebt ihr mir auch. Toll. Toll seid ihr. Eigentlich seid ihr toll. So, bitteschön. So. Okay, was brauche ich jetzt? QOL plus Stroh war das. Einmal Stroh, bitte. Achso, und Molly, vielen, vielen lieben Dank für deine Mitgliedschaft. Habe ich ganz vergessen, noch Danke zu sagen. Vielen, vielen lieben Dank. So. Was wollte ich jetzt? Fackel. Nee. Kiste. Mein WLAN ist zu instabil, bricht immer ab. Müsste dann immer ein Kabel in den oberen Stock legen. Hm, okay. Und mit dem Repeater oder sowas hast du noch nicht versucht. Das da irgendwie zu machen. Ach, Leg, was hast du wieder für eine süße Demo Sonntag gemacht? Ja, das war auch wieder ein super cooles Spiel, ne? Mit diesen kleinen Robotern, voll süß. Voll süß. So, wo ist die Reusable Torch hier? Okay, dann haben wir eine Kiste. Die stellen wir uns jetzt hier erstmal hin. Platzieren. So, die mache ich jetzt hier vorne. Oder hier so. Ich hoffe, da passt ein bisschen was rein. Oh ja. Da passt ein bisschen was rein. Das ist sehr, sehr cool. Und normalerweise, wenn das die S Plus ist, ne? Dann müssten wir eigentlich hier Sachen wieder rüberziehen können. Oder nicht. Oder wie oder wo oder was. Hier, wir haben doch hier oben wieder die klassische. Oh ja, es ist alles wieder da. Oh, ist das gut. Das ist ja richtig gut. So ein bisschen Früchte mache ich hier auch rein. Steine, damit wir schön entspannt sind. Weg. Alles weg. Weg. Und hier ein bisschen Fackel noch. Perfekt. Ich hole Stroh. Es gehen nur Mods bis 30 Megabyte. Okay. Weil so schwach, ja. Hm. So, dann haben wir hier Fasern. Habe ich. Nee, Fasern habe ich nicht. Die müssen wir sammeln. Wir machen uns jetzt erstmal irgendwie eine kleine Bude, damit wir ein bisschen safe sind. Wie weit sind wir eigentlich weg von dem, wo ich damals aufgehört habe zu spielen? Wir haben halt keine Map mehr. Ich sehe hier nichts. Ja. Fasern. Habe das Gefühl, dass die klassischen Einstellungen ein bisschen hoch sind. Ich level sehr, sehr schnell. Hast du den neuen Dino auf der Map? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also wenn das im Update drin war, wird er wohl hier sein. Ich weiß nur nicht, wo. Ist das nicht dieser Dino, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der andere Tiere wiederbeleben kann oder so? Den haben sie doch jetzt irgendwie reingeholt, ne? Statt The Center. Ich hätte so gerne The Center gespielt. Hallo? Oh mein Gott. Wo sind deine Eltern? Ich muss sie töten, damit ich dich behalten kann.
Aber mit dem kann ich, glaube ich, nichts anfangen. Naja, wir lassen ihn ziehen. So, lass mal gucken. Wie viele Wände können wir machen? Ich hätte gerne... wie viel brauchen wir denn? Drei, sechs, sieben, acht, neun, zehn, ne? Zehn Stück. Ich kann nur neun machen. Na toll. Gigantoraptor. Nee, den meine ich nicht. Der hieß so anders irgendwie. Hieß der nicht anders? Hieß der Gigantoraptor, der mit dem Wiederbeleben und so? Hatte der nicht so einen ganz komischen... Ich habe auch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwie einen ganz kryptischen Namen in meinem Kopf, aber... fällt mir auch nicht mehr ein. Wieso höre ich eigentlich nicht, wenn der baut? Das ist voll leise. So, jetzt machen wir eine Tür. Mit Q und E. Nee, mit R kann ich switchen. Genau, so war das. So, dann machen wir hier eine Wand mit Fenster, damit wir einen schönen Wasserblick haben und uns das schöne, kriselige Wasser angucken können. Hier machen wir zu. Zu. Zu, hier kommt das Bett hin. Hinten hätte ich gerne noch ein Fenster. Hier machen wir wieder zu. Da hinten ist... Oh mein Gott! Sind das Raptoren? Oh fuck. Oh nein. Oh bitte nicht. Oh Gott. Oh nee. Jetzt rennen sie auch noch ins Lagerfeuer. Oh nein. Ich brauche... Was brauche ich denn? Ich brauche noch eine Wand. Da sind Raptoren. Was ist das denn? Custom Structure Skin. First apply a custom cosmetic to this. To then use the item to skin a pertinent structure. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Kosmetika. Wir brauchen Strom. Oh nein, die kommen gleich her, ne? Oh, erschreck mich nicht so. Den du meinst, der kommt erst mit Scorched Earth. Aber der sollte doch jetzt vor The Center kommen. Oder nicht? Die haben doch extra ein Update gemacht. Von dem neuen Dino. Irgendwie so. Und als Entschuldigung, dass das jetzt schon kommt. Aber bla bla bla, The Center kommt erst später oder so. Ich... Ist das nur einer oder sind das mehrere Raptoren? Die sind doch nie alleine. Oh, der hat sogar ein Baby bei. Wir müssen... Oh, wir töten den, Leute. Und dann schnappen wir uns den Kleinen. Das ist es. Das ist es. Das machen wir so. Perfekt. Ob ich den wegkriege? Da läuft ein Baby. Ich bin ja jetzt schon relativ groß. Also ich bin ja jetzt schon sehr stark. Guck mal, ich mache jetzt hier mein Leben auf 280 und mache hier ein bisschen Nahkampfschaden noch oben drauf. Wir bauen uns aber vielleicht lieber noch ein Bett. Das hätte ich vielleicht auch jetzt nochmal bedenken sollen. Wir bauen uns noch schnell ein Bett. Bett, 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 Bett. Hier, einfaches Bett. Gibt es auch ein QoS-Bett? Nee. So, annehmen. Dann... Damit wir einen Respawn-Punkt haben, das ist sehr, sehr wichtig. Ich
Sag mal, wie geht denn das? Ich habe vergessen, wie das geht. Stopp. Ach so, war das. Ja. So, jetzt. So, du kommst dahin. Und wir haben den Respawn-Punkt. Okay, jetzt gehe ich mal darüber und ich guck mal, ob wir den wegkriegen. Wenn das nur einer ist. Mit seinem Kind. Da fliegen Steine. Ich will den Kleinen haben, das wäre so cool. Der hat sogar zwei Kleine, oder? Komm her, Mutti oder Papa, keine Ahnung. Komm ran hier auf den Meter. Ja, hier. Ich hab die Mutti. So, annehmen, keine Ahnung, Name, vielleicht fällt euch was ein. Ich hol mal kurz, muss den kurz auseinandernehmen. Leute, wir haben Raptor, ich werd irre. Der ist schon groß, oder? Ach, der, ach du Scheiße, der wird ja jetzt schon groß. Hier kannst du dein Elternteil essen. Das ist sehr, sehr brutal, das Spiel. Es ist sehr brutal, das Spiel. Ich glaube, ich habe ja die Standardeinstellungen, die von Anfang an drin sind. Und da war irgendwas mit Wachstum von 5 oder so. Das hätte ich vielleicht vorher mal anpassen sollen. Das geht natürlich immens schnell, ne? Guck mal, wie schnell das geht. Das ist nicht cool. Das hätte ich schon gerne ein bisschen challenging dann auch. Naja, nun ist egal. Wann kriegen wir denn einen Sattel? Oh, das ist natürlich mega cool. Was hat der für ein Level? 79. Ich meine, das ist auch schon mal sehr gut. Raptor. Sattel. Den kann ich jetzt auch schon machen. Wir brauchen Fasern, Leder und Holz. Und er ist schon fertig. Okay, das geht extrem schnell. Was brauchen wir noch? Mehr Leder. Okay. Gut, Leder. Wo läuft denn hier Leder rum? So, Raubvogel. Übersetzung auch wieder. Grandios. Ist ja eigentlich ein Eigenname, Raptor, ne? So, den da hinten, den möchte ich gerne irgendwann zähmen. Den Don Inge. Und wir benötigen jetzt irgendwie noch, jetzt bräuchten wir mehr von diesen kleinen, nervigen Spookies. Ich laufe mal nochmal darüber. Und dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Leder rankriegen, damit wir hier einen Sattel bekommen. Super cool. Wie nennen wir den? Mistflitzer? Mistflitzer? Ist das der letzte, ist das die, das ist das letzte Wort? Oder habt ihr noch eine andere Idee? Ah, da ist ein Spooky. Hey, na? Gibst du mir das Leder, bitte? Danke. Herrje! Oh, der ist aber runter. Ich habe aber jetzt hier... Oh Gott, ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn ich ihm wehtue. Kann das sein, dass ich hier irgendwie... Habe ich ihm... komm mal kurz mit, kleiner Mann. Habe ich Friendly Fire an? Das wäre echt fatal. Ich muss mal kurz ein paar Einstellungen checken. Dann können wir vielleicht auch noch ein paar andere Sachen runterstellen oder so. Maybe.
So, bleib mal hier, bitte. Wir gehen mal hier kurz in die Einstellung. Kann ich das hier direkt sehen? Ich glaube, ich muss hier einmal raus, ne? Oha, so, ich speichere mal kurz. Wenn das überhaupt funktioniert, gehen wir mal eben ins Hauptmenü, Leute. Spielregeln, Kreatur. Wo sehe ich das mit dem... Bei Welt hier Zähmgeschwindigkeit. Zähmungsgeschwindigkeit 5 ist extrem viel, ne? Obwohl, ne, Zähmung nicht. Wo ist denn das mit... Nenn ihn Roadrunner. Mistflitze war ein Joke. Roadrunner? Leute, wo ist... Kann ich das einstellen? War das erweitert? Ich will dir nicht wehtun. Ich wünschte, wir hätten wieder die Einstellung wie früher, ne? Das war so viel einfacher. Gezähmt der Dino. Das ist aber nur das hier. Oh, wo war das? Wo war das? Wo war das? Ich glaube, ich tue ihm weh. Shit. Hier sieht doch keiner durch. Weiß das jemand von euch? Turmschaden. Ich stelle es auch gleich auf Englisch, ne? Das jetzt für YouTube oder für Twitch? Ich weiß gerade nicht genau. Der Follow. Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Ich glaube für... Vielen Dank auf jeden Fall für dein Follow. Ich habe den Namen jetzt leider nicht mehr. Ich sehe den Namen nicht mehr. Leute, wo war denn das mit den Friendly Fire? Weil wenn wir das nicht ausmachen... Stirbt der schneller, als ich gucken kann. Babyreifegeschwindigkeit. Das ist völlig übertrieben. Was soll das? Das war auf 40. Wer stellt denn auf 40? Was ist das denn für ein Quatsch? Mach mal auf 5, so wie das andere. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich das sehe. Ich habe, ob ich ein Tier gefangen habe, ich habe ein Raptor-Baby gezähmt, weil ich das Elternteil getötet habe. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das Tier töten werde, wenn ich hier nicht Friendly Fire ausstelle. Gezähmte Kreatur töten. PvP, PvE? Wo bist du? Wo bist du, Dino? Stammeskrieg erlauben, ermöglicht es den Stämmen in PvE Krieg zu erklären und gegenseitig für eine bestimmte Zeitdauer zu kämpfen? Aus. Aber ich weiß nicht, ob es das ist. Ich weiß nicht, ob es das ist. Boah, ich werde den töten, ich sag's euch. Naja, wir müssen es jetzt erstmal riskieren. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt, wo ich das einstellen kann. Und auf jeden Fall ist der Raptor, den wir jetzt gleich noch umbenennen werden,
im 0, nichts groß geworden, weil irgendwie der Faktor, der Wachstumsfaktor auf 40 stand. So, da ist er. Eben war er noch ein Baby. Dann sieht er ganz schön kacke aus. Gelb und rosa. Was ist denn das für eine komische Kombi? Aber Level 82. Kann man nicht meckern. Ne? So, ich gucke jetzt nochmal. Er hat... Hat er jetzt Schaden bekommen? 8489. 851. Oh ja, er kriegt Schaden, Leute. Schadensanzeige muss auch noch an. Aber wo stelle ich aus, Friendly Fire, Leute? Wo ist das? Hier irgendwo? Ich bin nur am Einstellen heute. Oh, verdammt. Ja, Schadensanzeige brauchen wir auf jeden Fall, dass wir sehen können, wie viel Schaden wir immer machen. Oh, ein Haus. Ja, ja, das Haus habe ich auch eben gebaut. Wie lange warst du nicht da, Rocket? Was ist da los? Ein Dach brauchen wir noch, Leute. Das machen wir jetzt mal eben. Und dann bauen wir einen Sattel für den Dicken und ich hoffe, bis dahin weiß ich, wie ich das abstellen kann. Das Friendly Fire. Gelb und rosa sind Wachstumsschäden. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Wir benötigen 6 so eine Schrägdächer. Stroh und Holz. Oder kann ich vielleicht... Habe ich noch genug von dem anderen Zeug? Kann ich nur einen herstellen? Ja. Stroh und Holz. Komm mal mit. Hallöchen, Michaela. Hi, eventuell Weltregeln? Okay, lass uns... Wir gucken gleich nochmal. Es ist mir echt zu heikel. Ich habe keinen Bock, den jetzt zu verlieren. Machen noch schnell ein Dach fertig. Weil wenn wir mit dem losreiten, dann ist der gleich dead. So, ich brauche jetzt noch 5 so eine Schrägdächer. Fünf. Wir leben noch auf. Duschen. Hier der... Ach, du warst duschen. Du warst duschen, Rocket. Alles klar. Ja, das dauert dann auch ein bisschen. Hast du recht. So, ein noch, ne? Ein Schrägdach noch. So. Brauche noch einen. Und dann noch so eine Schrägdinge. Aber da können wir auch auflassen, glaube ich. Erstmal auf der Seite. Das ist nicht so dramatisch. Jetzt geht es erstmal nicht um Schönsein, sondern nur um Absicherung. Bei Game Rules und dann Rules. Okay, 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 okay. Okay, okay, wir gehen jetzt sofort rein. Ich mache nur noch das Dach schnell fertig. Game Rules und Rules. Ich sollte auch vielleicht einfach alles wieder auf Englisch stellen. Irgendwie ist es... Aber es ging, glaube ich, nicht so einfach hier, ne? Das macht er automatisch auf Deutsch, glaube ich. Dann musste ich bei den, bei GeForce Now, als ich noch auf GeForce Now gespielt habe, musste ich mein komplettes System auf Englisch umstellen. Damit er hier das Ganze auch auf Englisch umstellt. Das war sehr, sehr spannend. So. Okay, wir gehen nochmal gucken. Ich speichere. Hauptmenü. Gleich nebenbei lecker selbstgemachten Nudelsalat essen. Schmackofatz. So, hier. Spielregeln. Regeln. Deaktivieren Sie freundliches Feuer.
Danke, Arvin. Deaktivieren Sie freundliches Feuer. So, jetzt brauchen wir nur noch die komischen Schadenszahlen. Ist jetzt aber nicht ganz so wichtig. Ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Zeigen Sie schwimmender Schadenstext. Ist an. Ist an. Nee, lecker Flammkuchen und Wein. Oh, lecker Wein. Mmh. Oh. So, haben wir, ne? Alles gut. Also Schadenstext ist an. Dann sollte das passen. So, ich gehe wieder rein. Wir gucken. Ich noch gar nicht. Ich habe übrigens, ich sag's jetzt einfach vorm Stream. Ich habe den ganzen Döner gegessen. So, kann ich mal durch hier, bitte? Habe ich den jetzt verletzt? Ja, nein, vielleicht. 1, 5, 2. 1. Nein, alles gut. Oh, perfekt. Habe die Sprache bei Steam ASA-Eigenschaften auf Englisch gestellt. Stimmt. Genau, da kann man das nämlich... Recht jetzt, gut, dass du mich daran erinnerst. Das kann ich jetzt auch machen. Perfekt, weil das ging ja vorher nicht wegen GeForce Now. Ja, das werde ich dann da machen. Sehr, sehr gut. Hallöchen, Seerose. Hallöchen. So, ich brauche ein Leder. Ich brauche mehr Leder. Ich brauche unbedingt einen Sattel. Wir werden jetzt erstmal gleich ein bisschen erkunden gehen hier. Brauchen wir noch irgendwas Wichtiges? Ich brauche noch zwei Leder. Nee, ich brauche viel, viel mehr Leder. Fasern sind kein Problem. Okay, komm, wir müssen los. Wir müssen nochmal gucken, wo wir noch Leder bekommen hier. Für dich. Jetzt ist keiner mehr da. Weißt du, vorher gingen die mir alle auf den Kranz. Und jetzt, wenn ich Leder suche, ist wieder, dann verpieseln die sich wieder alle und verkriechen sich in ihre Löcher. Krass. Raubvogel. Wie nennen wir den jetzt nochmal? Wo war der Name? Schön, dass du wieder mal Ark zockst. Ja, ich freue mich auch. Wir haben nur noch ein paar Herausforderungen. Also heute wieder Stream der kompletten Herausforderungen. Vielleicht wird irgendwann das Wasser auch schön aussehen. Ich weiß nur noch nicht genau. Boah, der ist gut, den nehme ich mal. Welche Einstellung ich da noch brauche. Hallo? Oh nee, jetzt back doch nicht im Boden. Oh nee. Na toll. Ich brauche Leder, 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 Leder. Wie erst vor Lake Stream nichts. Ach, voll früh, oder? Für manche. Lässt du wohl den Dodo in Ruhe, du kleine Arschmade? Was ist mit dir? Wo ist denn der? So, wie viel Leder hast du? 99, das reicht nicht. Roadrunner, Roadrunner nennen wir dich. Okay. So, war der Name? Wo war das hier? Verhalten? Inventar? Lalala. Optionen. Name. Roadrunner. Annehmen. Aber ihr könnt ja nebenbei essen. Ihr müsst ja nicht die ganze Zeit sappeln. Könnt ihr ja essen. So. Wir brauchen mehr Leder, Leute. Wir müssen einfach hier... Baby! Kann ich den auch zähmen? Ich muss die alle mitnehmen, Leute. Ihr wisst das, ne? So, ich kann die ja nicht alleine lassen, wenn ich schon die ganzen Eltern töte.
Ja, komm, wir müssen nach Hause. Wir bringen die mal kurz rein, nach Hause. Klaus, Dieter. Klaus und Dieter, das sind die beiden hier. Die sind jetzt Klaus und Dieter. Die Kleinen hier mit ihren kleinen Füßchen. Wir brauchen aber noch ein bisschen Fleisch, ne? Oh, schon alle. Kannst du mir mal Fleisch geben, bitte? Ihr seid aber ganz schön verfressen. So war das nicht besprochen. Okay, wir müssen nach Hause. Klaus und Dieter heißen die beiden. Sind das Männchen, Weibchen? Ihr seid mega langsam. Level 44. Ich soll irgendwas machen. Braucht Zuwendung in 29 Minuten. Oh, jetzt ist. Warte mal, das ist ein Männchen? Beides Männchen. Okay, Klaus und Dieter passt. Perfekt. Klaus und Dieter. Machen wir gleich zu Hause. Ich muss sie nur einmal wegbringen, damit die hier nicht die ganze Zeit neben uns herlaufen. Und wir müssen noch ein bisschen Fleisch reinpacken. Mieses Stück. Perfekt. Perfekt. Dann haben wir gleich 40 Fleisch für die beiden. Bitteschön. Bitteschön. So. Ab nach Hause. Schönstes Haus. Wo gibt da vorne? Beste Lage. Meerblick. Schöner geht nicht. So, hier brennt immer noch das Feuer. Dann haben wir hier gleich schon so eine Abwehrtürme. Oder wie die. Warum hat der so einen Nuckel oben? Der will doch irgendwas von mir. Was will er denn? Hä? Möchte sein Lieblingsessen. Cyanberry. Bitte. Oder muss ich das hier machen? Ah, okay, okay, okay. Cyanberry. Mhm. Und du? Möchte mit mir spazieren gehen. Ich weiß gerade. Ich habe meine Pfeiferei auch noch nicht eingerichtet. Bitte folge mir. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, Leute. Mit J, glaube ich, ne? J. Ja, komm, wir laufen ein bisschen umher. Oder muss ich den separat folgen lassen? Das müsste doch eigentlich so gehen, ne? Ja, hat geklappt. Und was willst du jetzt schon wieder? Sag mal, ihr seid aber ganz schön anspruchsvoll. Du möchtest auch spazieren gehen, ne? Dann let's go. Wo gibt es denn diesen Satz her? Schönes Haus, wo gibt es? Triggert mich immer. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo ich das her habe. Wir möchten imprinted werden. Ja. Da. Ist im geprintet. Haben wir? Ich glaube, jetzt sind alle zufrieden. Okay, perfekt. So, ich muss erstmal meine Pfeiferei auf jeden Fall noch einstellen. Das weiß ich alles nicht mehr. Wie war das jetzt? Also, J. Und ich guck mal eben. Ich habe alles vergessen, Leute. Ich habe einfach alles komplett vergessen. Hier ist die Pfeiferei. J und T. Die T ist folge mir. Y ist bleib hier. Und J war alle folgen, ne? Ja, 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 ja. So war das nämlich. Okay, das werde ich mir in Ruhe nochmal einstellen. Ich muss mir jetzt nur merken, J. Und U. J und U. Und T. J, U und T.
Merke ich mir eh nicht. So. So. Okay. Haben wir jetzt genug Leder? Was will, hier, er will schon wieder irgendwas. Möchte mit dir kuscheln. Kein Problem, das kann ich. Kuscheln kann ich. Möchte auch kuscheln. Ist aber sehr, sehr liebebedürftig, oder? Das ist ungewöhnlich. So, Sattel. Sattelpupattel. Haben wir. Sehr gut. Bisschen Leben noch. Nahkampfschaden wieder. Ein bisschen Gewicht. Und ich habe Hunger. Das erste Mal, seitdem wir hier sind. So, die beiden werden wir jetzt mal so einstellen, dass die sich verteidigen. Aggressiv, passiv, neutral. Verhalten. Neutral. Das ist der, warte mal. Ich glaube, das war der gleiche. Neutral. Ich dachte, du übernimmst dein bestehendes Gameplay. Das geht ja nicht. Kann ich ja nicht. Ich hätte das super gerne gemacht, aber das ging ja nicht. Wegen GeForce Now. Da kommst du ja nicht an dein, an deine Speicherdateien ran. Blöderweise. So, was möchtest du jetzt? Hä? Ach, der ist der jetzt fertig? Nee. Schon wieder spazieren gehen. Na, dann komm mal. Ja, fein. Bist du jetzt auch endlich groß? Ja, endlich. Gut. So, wir nennen die jetzt noch Klaus und Dieter. Ich hätte das so gern übernommen, Leute. Wirklich. Ich hätte das so gern übernommen, das alte, den alten Spielstand, aber keine Chance. So, Name. Optionen. Name. Das ist Klaus. Und hier der Grüne ist Dieter. Dieter. So. Und wir beide. Wir werden jetzt gleich mal losziehen. Ich muss ein bisschen Leben obendrauf. Ich packe erstmal nur Leben obendrauf, damit er ordentlich was aushält. Und dann packe ich den Rest hier noch weg und dann können wir erstmal ein bisschen umherziehen. So. Was halt noch gut wäre, bevor wir abdüsen, wäre ein Futtertrog. Für die beiden Kleinen. Aber ich glaube, dafür brauchen wir Eisen. Und Eisen haben wir noch nicht. Metall, ja. Metall brauchen wir. Okay. Vielleicht finden wir unterwegs was. Möglicherweise. Let's go. Oh, wie gut das ist. Och nö, ich muss auf 480p gucken, da ich sonst nur Ladebildschirm habe. Why? Wieso das denn? Also hier sollte ja auch normalerweise alles einstellbar sein. Bis 2K hoch, ne? 1080p, 720, 480, 360 und 1440, ne? Das sollte alles möglich sein. Oh, ein Trodon. Wir werden jetzt erstmal uns durch die Gegend schnetzeln. Let's go. Hm, das ist aber komisch. Hast du mal F5 gedrückt oder mal neu gestartet den Stream? Sami?
Oh, da vorne ist, glaube ich, ein bisschen Dschungel, ne? Normalerweise läuft YouTube bis 1080. Also bei dir jetzt, ne? Okay. Ich hab so ein bisschen Bammel, dass hier gleich so ein Riesenvieh rauskommt. Ein Rex oder sowas. Dann sind wir am Hintern. Voll schön. Außer das Wasser. Alles ist schön, nur das Wasser nicht. Wasser sieht kacke aus. Du hast nur bis 1080p, aber es müsste 1440 sein. Hä? Oh, jetzt. Das ist ja merkwürdig. Aber bei allen anderen ist aber 1440p, oder? Also sollte normalerweise sein. Oh, das ist aber ein schöner Pteranodon. Der ist voll schön. Ein 14er Lobob. So. Wie gehen wir vor? Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir alles rankriegen, was wir brauchen. Sprich, wir brauchen Metall, wir brauchen eine Schmiede, wir brauchen besseres Werkzeug, bessere Rüstung, besser alles. Wir brauchen alles besser. Und dann... Was ist denn mit Chili hier am los? Keratin können wir eigentlich auch schon mal sammeln. Oh. 1440, ja, okay. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas kenne, wo wir hier mit dem Floß lang geeiert sind. Das war auch ziemlich cool. Waren wir hier auch gewesen, glaube ich. Das ist auch nochmal eine Idee. Ich würde auch sagen, wir bauen uns wieder ein Hausboot. Ich fand das ziemlich smart, mit einem Hausboot durch die Gegend zu gondeln. Weil dann bist du immer mobil, kannst von A nach B kommen, jederzeit. Kannst dir mehrere Basen bauen. Und Floß ist eigentlich immer eine gute Sache. Lexand, versuche dir, wenn du soweit bist, ein Quetzi zu zähmen und nenne es bitte, wenn weiblich, Skylar oder Skylo. Ein Quetzi. Ich habe mir noch nie ein Quetzi gezähmt. Also Real Talk, ich habe noch niemals mit ein Quetzi gezähmt. Da muss man ja mit so einer Harpune oder sowas, nee, nicht Harpune, sondern mit diesem, ich weiß gar nicht. Ist ja richtig schwer, ne, so ein Quetzi zu zähmen. Oh, wie schön schnell der ist. Voll gut. Meine Nemesis. Ich die Jornis. So, wo kriegen wir jetzt Metall her? Waren das nicht sogar diese Steine hier? Diese Flussdinger? Ich probiere das gleich mal. Lass mal den Dicken hier vorne stehen. Dann gucke ich mal, ob ich hier irgendwie Eisen oder Metall rausbekomme. Sieht nicht so gut aus. Doch einer. Viel zu wenig. Ja. Sehr gut. Wir brauchen Holz und Stroh.
So. Hier nochmal ein bisschen Leben drauf. Dann gehe ich hier nochmal auf. Ich glaube, wir können auch noch ein bisschen Resistenz gebrauchen. So, RR Home Smithy, die können wir eigentlich auch schon mal lernen. Teleporter können wir auch schon mal lernen. Dino-Trecker, aber wir können das eh noch nicht bauen. D plus Nelly. D plus Hatchery. Aha. Omni-Tool. Was haben wir noch? Das hier brauchen wir. Zündpulver. Narkosemittel auf jeden Fall. Olas. RR Atlas Grill. Reusable Bola wollen wir natürlich haben. Pfeile, Bogen. Wo ist der Schmelzofen? Wo ist er? Oh, was hier alles gibt? Meine Güte. Schmelzofen, ich such mal. Hier, Level 21. Den können wir auch schon mal bauen. So, was brauchen wir denn dafür? Stein, Holz, Fasern, Leder, Feuerstein. Das kriegen wir hin, das ist kein Problem. Wir brauchen jetzt nur noch Unmengen an Zeug. Lass dir schmecken, Sani. Guten Appetit. Für den Quetz kannst du so viele Tiere tragen und leichter zähmen. Aber bis ich da angekommen bin, boah. Auch Eisen. Das sind nicht die richtigen Steine. Brauche noch 3 Leder und 63 Stein. Gucken wir doch mal. Na. Da braucht erstmal ein Agi dazu. Ja, ein Agi. Ich habe ja noch nicht einen gesehen. Also hier ist ja noch nicht mal ein Agi gewesen. Wir brauchen erstmal einen Pteranodon, damit wir erstmal überhaupt irgendwo hinkommen, denke ich. Und dann gucken wir mal. Also der klassische Weg wieder, ne? So. Am besten wäre, was machen wir jetzt als erstes? Müssen wir jetzt mal kurz logisch überlegen. Ist es vielleicht sinnvoll, dass wir jetzt erstmal ein Floß bauen? Dass wir uns wieder ein kleines Hausboot bauen? Keine so großen Tiere zähmen aktuell. Wir haben jetzt den Roadrunner am Start, Klaus und Dieter. Und dann machen wir uns ein kleines Floß fertig. Und dann können wir ein bisschen hin und her gondeln und uns Ressourcen erstmal von der Küste holen. Und einen Pteranodon finden wir ja hier auch. Da vorne sind ja immer ein paar. Den holen wir uns. Dann haben wir erstmal so ein paar kleinere Tiere für den Start. Und bauen uns unser schönes Haus auf ein Hausboot. Wir können ja diesmal auch ein Hausboot bauen, also ein Floß bauen und machen genau so eine 3x2 Butze, Leute. Hä, wie cool wäre das denn auf so einem Ding? Ein Pitty Pit, wie Sindewittchen zu sagen pflegt. Wir machen das so. Ja, das ist eine gute Idee. Komm, wir machen erstmal hier so ein Floß. Floß ist super toll. Muss ich erstmal lernen. Floß. So. Wir wissen ja, wie es läuft. Ne, wir bauen uns das jetzt und dann machen wir das ein bisschen größer, ein bisschen hübscher. Diesmal haben wir ja nicht, hoffentlich nicht das Problem, dass wir irgendwie abstürzen. Ich hoffe, das passiert nicht, ey. Naja, wir werden sehen. Oh, was ist denn das hier? Das leuchtet so krass. So, ein Floß. Da brauchen wir jetzt aber noch ein bisschen mehr Zeug. 250 Holz, 125 Fasern und 75 Leder. Okay, wir müssen Leder organisieren.
Let's go. Leder. Come on. Und Roadrunner. Kleine Maschine. Auf geht's. Wir gehen mal in die Richtung. Aber nicht zu weit ins Meer raus. Ja. Wegen der bösen großen Fische. Wir könnten jetzt auch Dodos nehmen, ne? Die werfen auch ein bisschen Leder ab. Ich kann nicht. Aber wir können auch die hier nehmen, wegen Keratin auch sowieso. Wir brauchen sowieso Keratin. Für den Pteranodon-Sattel später. Aber die sollte ich vielleicht per Hand ernten. Warte mal, wie kann ich das ändern? Ernteeinstellung. Deaktiviere Aufsammeln von Opfer-Items. Deaktiviere Abbau von Rohstoffen. Das hier, ne? Das will ich nicht. Oh, der hat Fußspuren. Seit wann gibt's das denn? Hä, seit wann haben die denn Fußspuren? So. Kriege ich da jetzt mehr raus als er? Ich weiß gar nicht. So, okay. Etwas größer. Wir wissen ja, was das bei Lake bedeutet. Das Floß. Mit nur kleines, das kleines Floß. Hm, da ist das Krokodil. Ich habe vergessen, dass hier ein Krokodil ist, Leute. Das war ja am Anfang hier. Um Himmels Willen. Wenn ich doch nur wüsste, was das für ein Level hat. Hm. Hä? Wo wird hier gerade was verspeist? Und wer war das? Ich nehme mal den noch mit hier. So. Gib mir dein Keratin, da kommt ja gar nichts bei raus. Ich glaube, ich mache wieder. Ich stelle das wieder ein, dass er Opfer-Items nehmen darf. Du darfst. Ob wir das Krokodil mal versuchen? Ich würde jetzt hier mal ein bisschen auf Leben gehen. Ein bisschen Nahkampfschaden. Tausender Nahkampfschaden. Ob wir das wegkriegen? Ich glaube, das ist keine gute Idee, ne? Ich brauche Leder. Wir könnten ja auch hier den... Den hier. 41 Leder. Sieben Keratin. Der wird eine Maschine hier, der Raptor. Schon einen schönen Platz zum Bauen gefunden. Ja, es wird ein Floß. Ansonsten weiß ich noch nicht. Ich bin auch unsicher, ob wir wieder dahin gehen, wo wir beim letzten Mal waren. Ich würde ihn ja gerne wegmachen, ne? Erstmal ein Spyglas herstellen. Haben wir denn sowas? Überhaupt habe ich überhaupt so eine Mod? Ich hatte doch irgendwas. Ich hatte doch irgendeine Mod. Hier, Binocular. The Ultimate Long Range Reconnaissance Tool provides detailed analysis of creatures and structures.
Da brauchen wir aber Kristall- und Metallbarren für. Aber auch für den klassischen, oder? Kristall haben wir nicht. Alles andere wäre kein Problem. Aber Kristall haben wir nicht. Ich bin ein Monster. So, jetzt gehen wir mal gucken, ob das reicht. Wahrscheinlich nicht. Doch, Leder müsste reichen. Wir brauchen aber noch Holz. So, Leder müsste reichen. Not enough resources. 99. So, habt ihr was zu futtern, ihr kleinen Scheißer? Nö. Bitteschön. Ist ein Leben rein. Bitteschön. So. Der Spot vom letzten Mal war sehr schön. Der war wirklich gut, ne? Der war wirklich gut. Der ist ja auch nicht so weit weg von hier. Mit dem Floß sind wir ja schnell da. Ja, warte, ich muss noch mal kurz los. Oh, das sind 47er. Das dauert ein bisschen. Ja, fein. 12 Keratin. Ein Holz noch? Kannst du auch Holz fällen? Nein, schade. Leider nicht. Na gut, dann bringe ich dich mal zurück. Oh, nee. Oh, bitte nicht. Warum? Nein, nicht ich. Die Orne ist bei mir. Oh Gott, bitte. Ich würde nach Süden gehen. Da gibt es Biber und so. Aber bei uns auch, wo wir letztens waren, da waren auch Biber in der Nähe. Aber es ist so gefährlich da, ne? Ach, ich weiß auch noch nicht, Leute. Ich mache mal mehrere Stützpunkte, weil wir haben ja die Möglichkeit des Teleporters, ne? Müssen wir mal gucken. Ich bringe mal kurz ihn hier weg. Ich hoffe, die Ichthyornis hauen wieder ab. Diese nervigen, also die sind ja richtig nervig. So, wir brauchen 99 Holz noch. Nase juckt. Okay, also die Einstellungen sind sehr gut. So von den Ressourcen her ist, glaube ich, finde es gerade sehr angenehm, dass wir relativ gut Fortschritt bekommen. Ich brauche unbedingt eine Armbrust, Leute. Oder wenigstens so einen Bogen. Hier, Bogen. Pfeile. 100. Hull. Okay, 46. Nahkampfschaden noch ein bisschen. Noch ein bisschen Gewicht. Noch ein bisschen Leben. So. Also, ich weiß nicht, ob es das gleiche ist. Ich habe noch die alte Map, also kein ESA. Also es gibt definitiv Unterschiede. Auch mit den Spawnpunkten, glaube ich. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ruckel. So, wir haben Pfeile. Diese Kackvögel, ne? So, dann bauen wir mal eben einen Floß.
Ach, jetzt brauche ich noch Fasern. Mist. Okay. Fasern nochmal fix. So. Kommt aber schön viel raus. Ich bin auch sehr unschlüssig gerade, wo wir hinziehen werden, weil wir brauchen irgendwie eine Gegend, wo wir einen Argentavis bekommen. Ich glaube, das hat absolute Prio. Ein Argentavis hat absolute Prio. Weil wenn wir den haben, dann können wir halt auch so Biber und die ganzen Ressourcen-Dinos tragen und in einen Zehnkäfig ballern und so. Das wäre halt super gut. Wir brauchen unbedingt einen Argentavis. Und da, wo wir damals waren, sind ja welche gewesen. Habe ich jetzt genug Fasern? Müsste jetzt reichen, oder? So. Das hier müsste auch reichen. Können wir das mal ausmachen? Boah. Okay. Jetzt. Los. Ja. Perfekt. Gleich haben wir ein Floß. Das heißt, wir brauchen dann wieder so ein, wie war denn das? So ein Stützbalken. Und Holzfundamente. Toll. So. Wie war das? Genau, wir brauchen so ein Zaunfundament. Ich häng fest. Das machen wir hier so in die Mitte und dann machen wir da drauf so einen Stützbalken. Genau, so war das. Okay, also. Wieso habe ich schon wieder 8 Punkte? Das ist völlig übertrieben. Ich bin schon Level 45, Leute. Warum ist das so doll? Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich will nicht schon Level 45 sein. Was ist das für eine Einstellung? Oh, hier ist ein... Oh, ein Alpha-Raptor. Fuck. Fuck. Kriegen wir den weg? Gut, dass ich Level 45 bin. Komm, wir schaffen das, Diggi. Let's go. Let's go. Wo ist er? Komm her, du mieses Stück. Hier bin ich. Komm mal. Gib mir deinen Hut. Ich will alles haben, was du hast. Nicht im Kreis laufen, das macht keinen Spaß. Hör auf damit! Oh, ist das nervig. Auf damit! Ich hab ihn gleich. Es geht uns gut. Oh, fuck. Ich hab keine Ausdauer, ne? Wenn es weitergeht, dann sterben wir. Oh, jetzt komm, Mann, ich kämpfe nicht. Oh, Alter. Wie nervig ist das denn jetzt?
Stirb doch jetzt einfach, Mann. Mieses Stück. Ich krieg den nicht down, Leute. Weil der hier mit deiner verkackten Ausdauer nicht klarkommt. Leute. Ich steig gleich ab. Ich steig jetzt ab. Reicht. Oh, alter Schwede. Rückwärts laufen. Kommt ja auch noch so ein mega Neurad-Tack. Reicht jetzt. Es reicht. Beruhige dich bitte. Hier ist ein bisschen Prime Meat. Das tut dir gut. Oh. Halleluja. Okay, was haben wir? Habe ich irgendwas Cooles? Oh, eine Armbrust, Leute. Das ist ein Glückstreffer. Ey, wie geil ist das denn? Wir haben eine Armbrust. Okay, ich lasse das jetzt mit dem Level auch so. Eigentlich war es ganz gut gerade. Ich glaube, wir wären sonst extrem down gewesen, ne? So, du entspannst dich bitte. Du bist der Allerbeste. Wir haben unseren ersten Alpha gelegt. Toll. So, wir brauchen jetzt einen. Ich habe 42 Punkte, Leute. Das ist viel zu viel. Okay, irgendwann ist er eh maximal erreicht, ne? Ja, ein bisschen auf Gewicht. Na, Kampf. Warum mache ich jetzt Sauerstoff, so ein Quatsch? Resistenz. Ja, wir machen das so. Aber ich wollte halt auch mit dem Charakter hier noch andere Maps besuchen. Ne? Aber gut, irgendwann ist man eh Max-Level. Dann ist das eben so. So, okay. Okay, wir bauen jetzt ein Zaunfundament. Und dann brauchen wir noch einen Stützbalken. Wie heißt denn das? Hilla. Willst eh nur solo. Der Raptor war Jäger, er hatte eine Armbrust dabei. Er war super. Er ging mir zwar richtig auf den Kranz, aber für diese Armbrust alleine hat es sich wirklich gelohnt. Warte mal, wie heißen die Dinger? Die heißen doch Stützbalken, oder nicht? Hier, ach, Holzpfeiler. So, okay. Wie bauen wir jetzt? Also einen davon. Ich habe kein Stroh. Okay. Ich habe kein Stroh. Sehr gut. Das. Und das. Wenn wir schön ein Haus drauf bauen auf diese Plattform, drumherum so ein Zaun, also wie so ein Haus mit einem Gartenzaun irgendwie, so ganz, ganz doof. So bauen wir jetzt das Floß. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dahin. Auf der 6. Wie drehe ich?
Ah, so war das. Okay, machen wir hier so Mitte. Und dann packen wir oben das Teil rauf. So. Brauche ich das überhaupt? Oder geht das auch ohne? Ich weiß es nicht genau. So haben wir auf jeden Fall die Mitte. Mehr fast Mitte. Und jetzt müssen wir ein paar klassische Holzfundamente bauen. Wo sind die denn? Ich bin blind. Ach so, nehmen wir die Holzfundamente. Ich glaube, so viele konnten wir gar nicht bauen. Da mussten wir schon weitermachen mit Ceilings. Ich mache jetzt erstmal 6 vielleicht. Ich brauche aber mehr Holz. Okay, habe ich alles verbraten. Okay, gut. Viel mehr Holz, bitte. Ein bisschen Angst, hier ins Dickicht zu gehen. So. Fasern brauchen wir noch. Mal gucken wir, wie groß wir das überhaupt bekommen. Das weiß ich gar nicht mehr. Wir brauchen ja schon ein paar Fundamente. Und am Ende kann ich auch diesen Pillar, glaube ich, wieder wegnehmen. So war das. Das Segel kann bitte auch weg. Kein Segel. So. Okay, ich kann nur 3 bauen. Ich will mehr. Wir brauchen echt besseres Werkzeug. So, ich glaube 4 und dann können wir, glaube ich, noch vorne und hinten noch jeweils ein Fundament dran machen. Und dann links und rechts, glaube ich. Irgendwann ging das nicht mehr. Dann müssen wir auf Ceilings umstellen. Ist leicht warm.
So. Oh ne, abbrechen. Was auch immer ich gerade tue. Ich kann keine mehr bauen. Shit. Zu spät. Wie kann ich die... Brauche ich noch was? Ich hab's geahnt. Das war jetzt schon so. Ich kann nur 4 machen. Und dann können wir nur Ceilings bauen. Mistverdammter. Ja, dann baue ich die wieder auseinander. So, dann nehmen wir jetzt Holz. Ich höre meine Lieblingsfreunde. Holzdecke. Diese Mistviecher. Holz. Decke. Ich sehe die nicht. Da. So, machen wir erstmal hier voll. Was brauche ich jetzt alles? Eine kann ich bauen. Toll. Riesig. Okay, Holz und Faser natürlich. Okay, weiter geht's. Sehr gut. Sehr gut. Das andere ist irgendwo hier hingeflogen. Nun ja. So, also weiter Holz holen und Fasern. Das kann ja leider der Raptor nicht. Ab ins Dickicht. Dabei sind die fliegenden Mistviecher so nützlich, wenn sie gezähmt sind. Habe ich schon mal Ichthyornis gezähmt? Das würde mich ja jetzt mal interessieren. Die konnten, glaube ich, Fisch fangen oder was konnten die genau? Wird dein Floß nicht zu breit? Ich weiß noch nicht. Ich möchte das Floß... Ich möchte quasi ein Haus auf der Seite hinstellen. Also 2x3, so wie wir jetzt das Haus an Land haben. Und davor müsste dann noch so ein bisschen Platz sein für eine Forge, also für einen Schmelzofen. Und Lagerfeuer. Obwohl, das können wir auch reinstellen alles, ne? Aber auf jeden Fall ein bisschen Platz für Tiere, dass die vorne noch stehen können mit einem Zaun. Feuerstein fehlt. Jetzt ist es ja noch nicht so breit, ne? Also noch geht's ja, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, vorher war das um einiges breiter, oder? So, ich bin langsam ein bisschen voll.
Kleine Tiere und Fischen, es gibt immer Prime, wenn sie es dir bringen. Ich habe noch nie Ichthyornis gezähmt. Vielleicht sollte ich das mal machen. Ich reg mich immer nur über die auf. Ich habe die noch nie gezähmt. Kann man die einfach verprügeln oder mit einem Narkopfeil einfach hinlegen und dann füttern und dann sind die fertig? Oder gibt es da einen Trick? Also ich würde jetzt tatsächlich bei dem Floß noch auf die Seite auch noch eine Reihe setzen und dann gehen wir noch zwei nach vorne. So hätte ich mir das jetzt, so würde ich mir das jetzt vorstellen. Wie viele können wir noch bauen? Fünf. Also hier haben wir ja schon. Jetzt machen wir hier noch zwei ran. So. Und dann hier vorne noch zwei rein. Würde ich, glaube ich, gut finden. Welcome back, Rocket. Zwei, drei, vier. Jetzt brauchen wir noch vier. Wir brauchen nochmal Holz. Und dann können wir nämlich, dann haben wir hier ein etwas größeres Floß. Und dann können wir hier auf die Seite so ein Haus machen. Und hier haben wir dann maybe so einen Platz für die Tiere. Oder Trog. Bisschen breiter war es. Ja, es war nur ein bisschen breiter. Wir holen mal noch ein bisschen Holz, ne? Vielleicht machen wir doch noch ein, zwei Reihen mehr. Es gibt ja nichts Schlimmeres als zu wenig Platz, Leute. Wir müssen ja auch nicht sparsam sein. Ich meine, uns gehört alles hier. Komplett die Island. Und ja, per Betäubung. Ah ja, okay. Ist überladen. Ja. So, ich habe jetzt viermal gedrückt. Mal gucken. Also wir hatten ein sehr großes Floß. So, 6, 4 auf der 6. 1, 2, 3, 4. Also hier würde ich tatsächlich jetzt auch nichts hinbauen, weil wir ja hier den Aufstieg haben. Das habe ich beim letzten Mal falsch gemacht. Wenn wir jetzt die Bude 2x 3. Würde ich auch hier vorne noch nicht anfangen, sondern hier hinten erst. Das müsste doch eigentlich funktionieren, Leute. Dann können wir nämlich Folgendes tun. Ich habe schon wieder einen Punkt. Welchen Level habe ich jetzt? Bin fast fertig, ne? Level 89. Heftiger Fortschritt, Leute. Richtig krass. So, dann machen wir jetzt noch Holzwände. Können wir auch gleich Stein bauen, ne? Obwohl ein Floß in Stein ist nicht so cool. Ich mache lieber in Holz. Dann brauchen wir noch eine Tür vielleicht. Hier. Gab es nicht auch Reinforced? Tür. Hier. Steinverstärkte Tür. Das nehme ich. Lieber. Oder machen wir doch ein Steinhaus? Was meint ihr? Immer. Ihr kriegt auch gar nichts mit hier, ne? Oh, ich kann mich nicht bewegen. Was? Ja. Stein. Weil Stein hätten wir. Kennen wir alle. Steinfluss schwimmt super. Ja, oder? Und vor allem großer Fisch. Voll schön. Und fehlen nur noch zwei Delfine als Außenborder.
Auch Stein ist besser. Mach jetzt Stein. Machen wir jetzt erstmal Steinwände. Hier haben wir schon mal 4. So, dann machen wir die Front. Wir haben ja hier keine Physik, deswegen kann das Floß ja auch nicht umkippen, wenn auf einer Seite ein Haus ist und auf der anderen Seite nur. Er möchte mit. Er ist gelb. Der sieht voll gut aus, Leute. Ich brauche einen Narko-Pfeil. Aber es ist nur Level 8, der bringt irgendwie nicht so viel. So. Voll die schöne Farbe. So, hier machen wir jetzt eine Tür. Hier machen wir ein Fenster. Machen wir? Nee, Fenster brauchen wir nicht, ne? Fenster ist, glaube ich, Quatsch. Wir machen nur Licht rein. Oh, nee, doch, wir machen Fenster. 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 Hier machen wir zu, hinten machen wir wieder Fenster. Aber nur eins. Juhu, ein Flugzeugträger. Ich hätte wirklich gerne den gelben Pteranodon, ne? Der sieht voll gut aus. Wo ist denn der? Fängt an zu regnen. Oh, wie cool sieht der Regen aus. Das sieht ja richtig echt aus. Voll schön. Wo ist der hin? Da hinten. Kriegen wir Narko-Pfeile hin? Ich brauche mal kurz so ein Mortar-Pestle-Ding. So eine, wie heißen die Dinger? Nicht Mortar Pestle, sondern hier. Mann, wie heißt denn das hier? Mörser und Stößel. Den brauchen wir. Und wir brauchen. Ja, ich brauche Stein. Okay, okay. Ich habe doch gerade Stein geholt. Ich versuche mal kurz Narkosepfeile zu machen. In der Hoffnung, dass er da bleibt. Und dann können wir den noch fix zähmen. Der taugt zwar nichts, aber er sieht gut aus. So, dann brauchen wir noch Narko-Pfeile. Die Narkosemittel habe ich schon. Betäubungspfeile, ne? Ja. So, okay. Bleib schön da. Haben wir überhaupt Gammelfleisch? Ich weiß gar nicht. So, hier, Konsumgüter, Medikamente. Fünf Stück könnte ich. Ich zähme noch einen guten, aber ich würde den gelben jetzt gerne haben. Der stirbt sowieso, aber ich hätte den jetzt furchtbar gerne. Ich brauche den jetzt einfach, Leute. Das ist einfach. Mit dem kann man auch 2 Meter fliegen, vielleicht. Dann mache ich noch eine Narko-Pfeile. So, Fleisch haben wir auch. Dauert er denn nicht so lange? Da vorne ist er. So, bitte. Habe ich nicht noch Prime Meat? Ist wahrscheinlich längst vergammelt, ne?
Ja, natürlich. Oh, 90 Gammelfleisch. Oha. Wir nehmen den jetzt einfach. Der ist voll schön. Ist er das überhaupt? Ist er gar nicht, Leute. Das ist ein ganz anderer. Das ist der falsche. Doch, ist er. Aber der sieht gar nicht mehr so aus wie eben. Hä? Ist das sein Bauch, oder? War der andere nicht komplett gelb? Ich hole Steine. Ach ja. Ja, der Regen ist richtig, richtig schön. Die Wolken sehen zwar merkwürdig aus wie das Wasser, aber der Regen ist echt schön. Aber warum sieht das bei mir so komisch aus, wenn man doch RTX hat? Kann es sein, dass ich irgendwas nicht richtig eingestellt habe? Ich frage mich nur was. Oder ist das einfach nur so ein Ascended-Ding, weil die das nicht richtig gemacht haben? Guck mal schnell, was da los ist. Du musst auch mal was fressen jetzt. Andere war von der Post. Aber das war doch... Aber es war doch der eben, oder nicht? Der hatte auf jeden Fall auch Level 8. Stein, Holz. Oh mein Gott, mir fehlt schon wieder alles. Ich dachte gerade, hier ist ein Blutstrahl. Oh, das wäre so schön gewesen. So, wann frisst du denn jetzt mal was? Aber auch immer lange, ne? Bis die was futtern. Oh, das ist auch gelb. Ich weiß nicht, warum ich immer so stark bin. In jedem Spiel. Eieieiei. Den hätte ich aber auch gern jetzt gehabt, muss ich mal sagen. Ne? Warum frisst denn der nicht?
Ist doch mal was hier. Was ist denn mit dir? Hallo? Kann ich das nochmal abnehmen hier irgendwie? Wie war denn das? Kann man, konnte man nicht... die Narkopfeile wieder auseinandernehmen? Auch nochmal Narkosemittel. Das hier und dann brauchen wir noch alles, was geht. Ich hätte auch einfach nur Narco-Berries nehmen können, ne? Habe ich auch vergessen, dass das geht. So, jetzt aber schnell. Komisch, dass er so lange nicht isst. Sehr merkwürdig. Als ich das letzte Mal bewusstlos war, hatte ich auch ganz wenig Appetit. Mhm. Ich meine, dass die hier so lange brauchen und die Pteranodons, ist ja nichts Neues. Aber hey, so lange? Wie viele Wände brauche ich noch? Zwei, ne? Und zwei? Nee, drei. Mist. So. Falsch rum, ne? Natürlich. So, ist das alles... Der Rest ist richtig rum. Okay. So, jetzt machen wir noch ein furchtbar schönes Dach oben drauf. Ich finde das sogar ziemlich nice hier mit diesem Holzpfeiler auf der Seite. Das gefällt mir auch. Das sieht richtig cool aus. Das hätte ich gerne auf der anderen Seite auch. Und eine Tür. Eine Tür wäre auch nice. So. War gut. So, dann noch die Reinforced Door. Ich habe gerade einen Narco-Pfeil auf das geschossen. Nein, nicht die Narco-Pfeile. So, was nehmen wir denn für ein Dach? Ich, Fenster bräuchten wir auch, ja, das stimmt. Aber ich glaube, da brauchen wir schon wieder irgendwie Kristall oder so, ne? Das haben wir natürlich nicht. Dach, 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 Dach. Roof. D plus Glasroof. D plus. Warte mal, D plus allgemein. Muss mal kurz was gucken. Ach, guck. Hier sind die alle. Die Smithy. D plus Industrial Forge. Aha. Wir können ein richtiges Holzdach machen. Ich weiß aber nicht mehr, wie schön das war. Ich glaube, gar nicht schön. Aber ich glaube, das ist schöner als das oder das. Deswegen nehmen wir... Aber wir könnten ja... Habe ich nicht irgendeine Baumod? Habe ich nicht irgendwie was Cooles noch drinne?
Oder gibt es eine schöne Baumod, dass wir nicht mit den klassischen Dingern bauen müssen? Ich habe jetzt, glaube ich, nur hier die RR Home Smithy. Womit wir schöne Möbel und sowas bauen können. Aber wir haben jetzt keine anderen Geschichten. Wo ist denn eigentlich der Vogel jetzt? Leute? Ist das unser Vogel, der jetzt einfach abgehauen ist? Ist der jetzt einfach nicht gezähmt? Das ist ja wohl frech, oder? Ah, das ist schon frech. Oh, der Bolas. Ah ja, stimmt. Dann hätten wir den einfach boxen können, ne? Habe ich auch vergessen. Genau, Bola bauen. Hä? Ich habe gar nicht mitbekommen, dass der gar nicht gefressen hat. Ist ja auch frech. Dass der gar nicht gefressen hat, Leute. Ja, krass. Ich mache jetzt ein Dach. Schönes Schrägdach. Wir brauchen 6. Jede Menge Holz, natürlich. Ich habe schon alles weggerodet hier. So ein Shit, ey. Aber das war der auf jeden Fall. Man hat es jetzt gesehen. Der sah sehr gelb aus. Man hat so ein bisschen noch das Blaue gesehen. Als er gelegen hat, sah er eher blau aus als gelb. Es sollte einfach nicht sein. Ganz komisch. So, ich brauche jetzt 6 Stück. Sag mal, wenn hier einmal ein Raptor, ein Alpha-Raptor war, ne, dann spawnen die doch, glaube ich, immer wieder. Bin ich der Meinung. Kamen die dann nicht immer wieder? In Ark nehmen die nur Fisch. Was? Pteranodons essen nur Fisch? Ah, das stimmt. Deswegen. Deswegen hat er nicht gefuttert. Naja, vielleicht finden wir ja noch mal einen in der Farbe. Aber in groß. Nö, der Ton ist IO. Jetzt ist bei der Ton nicht in Ordnung, Rocket. Oh mein Gott, ich weiß nicht, also. Es hat heute alles nicht so gut angefangen, auch mit dem Stream. Ich befürchte nicht, dass da wirklich irgendwas nicht cool ist. So, jetzt machen wir noch mal ein weiteres Dach. Haben wir 6, dann können wir die schon mal aufstellen. Dum, 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 dum. So.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Beautiful. Nee, die essen auch Fleisch, aber hauptsächlich Fisch. Aber lag das jetzt daran, dass die eigentlich Fisch haben wollen? Aber das war doch sonst... Ich meine, ich erinnere mich immer daran, dass die tatsächlich immer sehr lange gebraucht haben, aber wahrscheinlich war der Level einfach zu klein. Ich glaube, der Level war einfach viel zu klein. Er hätte noch länger gebraucht, aber ist eher gestorben. Nun ja. Ach, guck mal, so scheiße sieht das gar nicht aus, ne? Das Dach finde ich eigentlich ganz gut. So, jetzt machen wir hier noch diese Dreieckswände. Frage mich gerade, was brauchte ich dafür? Gab es die separat? Oder muss ich die aus einer normalen Wand holen? Stein? Wie war denn das? Steinheizwand? Ich muss das unbedingt auf Deutsch, auf Englisch stellen. Steinheizwand? Verbindungsstück zu... Das könnte das Ding sein, was ich suche. Bin mir nicht ganz sicher. Ist der eine Steinheizwand? Okay, wir müssen nochmal Steine organisieren. Holzdach ist doch okay. Ja, ich finde es eigentlich auch ganz gut. Wollen wir... Wir müssen eigentlich Holzschrägdächer, Schrägwände machen, ne? Sonst sieht das komisch aus. Wir müssen Holzschrägdach machen. Schrägwand. Genau das hier. Holzheizwand. Haben wir schon. So. Auf der 6. Ja. So, fein. Ach ja. So, da haben wir schon mal das Haus auf unserem Floß. So, was müssen wir jetzt machen? Wichtig ist ja, dass die Tiere nach oben kommen. Ne? Also wir müssen die irgendwie nach oben verfrachten. Das heißt, wir brauchen dringend eine Rampe. Und ich glaube, eine Rampe haben wir aus einem Schrägdach gemacht. Ramp, Stairs und Roof. Okay. Dann mache ich hier mal eine Rampe. Die Rampe machen wir... Hier. Und was wir dann noch brauchen, ist ein Zaun. Wie war der Zaun noch? Ich glaube, Zaun war... Holz, hier irgendwie, Holzquader und Dreiecksdecke, nee, die waren das nicht. Oder waren das auch von den Wänden? Türen, Fensterrahmen, Holzwand, wo war der Zaun? Nur Ladebildschirm bei dir, Sunny, oh, das ist ja ärgerlich. Ah, schade, schade, aber hilft ja nicht, ne? Alles klar, wir sehen uns Sonntag, Sani. Schön, dass du da warst. Mach's gut. Gute Nacht. So, wo sind jetzt die Zäune? Ich habe vergessen, wo die Zäune sind. Wann ist das? Ach, hier. Das hier war das. Holzviertelwand und Geländer. So, mal gucken, wie das aussieht. Dann kommen wir nämlich hier hoch. Hier machen wir zu.
Hier machen wir auch alles zu. Und dann machen wir hier... Keine Ahnung, wie wir das hier machen. Womit können wir das hier schließen? Das ist auch nochmal so eine interessante Geschichte. So. Sechs. Ja, hier, Zaun. Sehr, sehr gut. Aber ich befürchte, wenn ich jetzt hier irgendwie aufs Floß möchte... Ah nee, das funktioniert sehr gut. Ah ja, gut. Alles in Ordnung. So, wir brauchen auf jeden Fall Holz. Eine ganze Menge Holz. Kann man das Ruder noch bewegen, wenn dort die Rampe ist? Ja, ja, das sollte gehen. Rocket, hast du jetzt nur Salzstangen gegessen zum Abendessen? Oder hast du auch noch was Anständiges gegessen? Döner oder so. So wie ich. Was Gesundes. Oh. So, wir brauchen jetzt noch eine ganze Menge von den Dingern. Ich finde auf jeden Fall schon wieder sehr cool, dass wir jetzt was völlig anderes bauen als beim letzten Mal. Nein, als Nachtisch. Was hast du richtig gegessen? Hast bestimmt schon geschrieben, ne? Ich habe ja nicht aufgepasst. Eine Suppe. Suppe ist immer gut. Liebe Suppe. So. Paar Holzgeländer. Aber komisch, dass da jetzt ein Ladebildschirm war. Es hat schon mal jemand gesagt, dass auf YouTube immer Ladebildschirm ist. Hausfrau war das. Hausfrau hatte das mal erzählt. Frage mich, woran das liegt. So, jetzt machen wir das hier. Die können wir auch doppelt so hoch machen, ne? Ich glaube, das ist sogar besser. Wir sehen was und wir können nicht rüberjumpen. Wir lassen es aber erstmal einfach. So. Und so. Oh, da habe ich aber gut durchgezählt hier. Was könnten wir denn hier hin machen? Eine Tür? Schön wäre, wenn es hier auch so eine Art Zauntür gibt oder sowas. Aber naja. So, ich nehme schon mal unseren Roadrunner. Ich bin voll. Oder er ist voll. Wer von uns beiden ist voll? Wir brauchen auf jeden Fall Kisten. Jede Menge Kisten. Und wir brauchen einen Trog. Was brauche ich nochmal für einen Trog? Der Trog ist super wichtig. Der Futtertrog. Hasse dich. Hasse dich. Ich bin zu langsam. Wie ich einfach zu langsam bin. Okay, Roadrunner hat alles im Griff. Ich brauche gar nichts machen. Roadrunner, einfach krassestes Tier ever. Oh mein Gott. Was für ein heftiges Tier. So, wir brauchen mal eine Kiste. Vielleicht brauchen wir lieber einen Schrank. Ich hätte lieber einen Schrank. Q-O-L. Large Storage Box. Jawohl. Das hätte ich gerne.
Manche haben die Hardwarebeschleunigung im Browser deaktiviert, weil Twitch immer Probleme macht. Das kann dann auf YouTube wiederum Probleme machen. Okay. Können wir das irgendwie snappen? Backt er jetzt nicht da durch? Oh, ja, super. Guckt er da jetzt durch? Ja, natürlich guckt er durch. Gab es da nicht. Hä, warum ist der Snap-Punkt ist deaktiviert? So, nochmal. Enable Snapping. Aber irgendwie. Was ist das denn jetzt für ein Quatsch? So, woran erkenne ich denn jetzt? Wie erkenne ich denn, ob der jetzt an der Wand steht oder nicht? Hä? Voll Kacke. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. So muss das jetzt reichen. Ich pack da jetzt alles rein. So, wir machen einfach alles rein. So, außer die Pfeile. Und warum habe ich hier noch eine Mütze? Und dann müssen wir gucken, dass wir irgendwie einen Futtertrog rankriegen. Aber da brauchen wir 8 Metall. Mir fehlen noch 4 Metall. Die müssen wir unbedingt haben. Das ist super, super wichtig. Drehen und von der Seite gucken. Ja, hätte ich auch machen können. Stimmt. Und noch 4 von den Metalldingen. 4. Da kommt natürlich gar nichts raus. Nein. Natürlich nicht. Holz und Stroh fehlt. Oh Mann. Die Axt ist auch gleich wieder kaputt. Oh, da ist so ein Biertyp. Ein Metall, wir brauchen noch 3. Oh mein Gott, jetzt geht die Suche nach Metall wieder los. Oh nein. Okay, immer noch 3. Come on, noch 3.
Ich habe einfach kein Glück, was das betrifft. Wir brauchen jetzt noch... Okay, noch zwei. Jetzt komm schon. Einer. Wie gemein. Wir haben das jetzt, vier Stück. Ich guck mal. Oh, ich sauf gerade ab. Ein bisschen Holz brauchen wir noch. Au. Ist da Nebel? Ja, sieht ein bisschen nebelig aus, ne? Das sieht aber auch. Ich meine, leider ist der, sind die Wolken so ein bisschen nicht so, haben keine schöne Auflösung, aber sieht trotzdem cool aus, ne? Die Atmosphäre ist schon krass. Und im Wald. Ja, ist so ein bisschen diesig im Wald, ne? Also ein bisschen uneinsichtig. So, was brauchen wir noch? Come on. Unser Hausboot. Also jetzt ist es wirklich ein Hausboot. Brauche immer noch einen Futtertrog. Jetzt. Oh mein Gott. Gott sei Dank. So, hier gehe ich nochmal ein bisschen auf Resistenz. Wer weiß, wofür wir das brauchen. Der Futtertrog geht... den mache ich hier hin, glaube ich. Hier vorne. Nee, das ist zu groß. Ich mach den doch rein. Oder nee, eigentlich will ich den nicht drin haben. Dann machen wir ihn hier an Rand. So, da darf das ganze Essen rein. Die Pfeile hätte ich auch gerne wieder. So, das sieht gut aus. Rüber damit. So. Haben wir. Perfekt. So, du kannst schon mal hier rauf. Gucken, ob die anderen beiden, ob ich die hier auch irgendwie raufkriege. Sehr gut. Es wird auch langsam dunkel jetzt. Okay, du bist ein bisschen doof. Okay. So, hier lang. Aha, passt. Nein! Ja, brav. So. Mache nicht alles so schön, wenn du sowieso umziehen möchtest. Ja, wir ziehen auf jeden Fall um. Aber erstmal ziehen wir ja hier rauf auf unser Schiff.
So, das heißt, wir nehmen das hier nochmal alles mit. Kann ich das... Oh, muss ich reparieren. Kann ich das bitte... Ach, lass das einfach. Oder baue ich ein neues? Ich baue einfach ein neues. Neues Lagerfeuer. Dann machen wir noch ein... So war es hier, so eine Standing Torch. 2 Stück. Da brauche ich noch Stroh für. Oh. Ein bisschen Stroh. Gleich geht Boarding los. Ich weiß gar nicht, wo wir hinfahren. Wollen wir nach oben fahren, wo wir eigentlich hergekommen sind? Also wo wir gestoppt haben beim letzten Mal. So, warte mal, ich brauche ein bisschen Licht. Brauche ein bisschen Licht hier in dem Spiel. Lagerfeuer. So, auf der 7. Einmal hier. Und einmal dort. Eigentlich brauchen wir noch mehr von denen. Wir brauchen viel mehr von denen. Auch viel mehr Licht, Leute. Gleich ist dunkel und wir haben hier nicht genug Licht. Das geht nicht. Sieben. Was brauche ich noch? Feuerstein und Stein. Natürlich. Dann müssen wir noch den Kram aus der Kiste holen. So, noch ein paar Fackeln. Da muss noch ein Mast mit Ausguck hin und da muss noch ein Dodo rein. Stimmt eigentlich. So, 3 habe ich jetzt. Wie funktionieren die eigentlich? Kann ich einfach anmachen. Okay. Die sind aber mächtig, die Fackeln. Halleluja. Und hier drinnen mache ich das Lagerfeuer rein. Dann haben wir hier auch ein bisschen Licht. Das Bett müssen wir noch holen. Hier, das Ding. Und das muss alles mit. Und ich glaube, für diese hier, wir bräuchten dieses Anleihen-Ding, oder? Das für die Anleihen, damit die nicht abhauen. Das nenne ich mal eine Fackel. Ja, oder? Voll krass. So, Bett. Hier schön flauschig hier hinten. Dann noch die kleine Kiste als Nachttisch. Dann kommt der ganze andere Kram hier noch rein. Was ist meine? Ich habe noch 2 Fackeln. Mortar, Pessel. Hier. Ich muss niesen, glaube ich. Oh nein, mein Mutings geht nicht. Oh Gott. Wenn ich jetzt gleich niesen muss, wird es sehr laut, Leute. Oh Gott. Wieso geht das nicht? Oh. Ich schaffe es. So,
Achso, hier muss noch was rein. Wir sind gleich durch. Gleich geht's los. So, der Rest kommt vorne in den Futtertrog. Hier rein. Aber wirklich cool wäre wirklich noch, wenn wir so ein Anleihen-Ding hätten. Wie heißt das? Wie heißt das? Noch habe ich nicht genießt. Aber es fühlt sich so an, als ob ich genießt hätte. Anleihen. Shit, wie heißen die Dinger? Wisst ihr noch, wie die heißen? Ich brauche das. Hitching Post. Ha! Danke. Ja, Hitching Post. Einer. Und dann können wir die da schön dran basteln. Dann hauen die nicht ab. Die können nicht vom Schiff runter. Ich glaube, das ist eine richtig gute Idee. So, platzieren. Kann ich das nicht... Kann nicht gesetzt werden. Diese Struktur kann auf keiner Plattform platziert werden. Wieso das denn? Oh nein. Ja, das ist ja schade. Wie kriege ich die da rein? Warte mal. T. Komm mal. T. Ja, das ist gut. Folgeabstand. Auf niedrig. Du auch? Das wäre der falsche, ne? So, okay, hier hinten in die Ecke. Sehr gut. Und und bekomme ich dich durch die Tür? Oh ja, perfekt. Sehr gut. Fertig. So, da bleibt ihr jetzt. Damit wir hier in Ruhe fahren können. Ich mache hier noch eine Fackel rein. Vorne. Und dann sind wir ready to go. Ja, komisch, wusste ich auch nicht, dass man die Hitching Posts nicht auf eine Plattform setzen kann. Hm. Sehr ärgerlich. So, hier habe ich nichts weiter. Das kann alles so stehen bleiben. Und wir legen jetzt ab. Leute, wir fahren jetzt da hoch. Wir fahren jetzt da hoch. Okay, los geht's. Ja, das haben wir heute geschafft. Das war schon mal geil. Wir haben ein richtiges Hausboot. Wir werden jetzt wieder schön an der Küste langfahren. Ich werde mal sicherheitshalber speichern, wenn das denn funktioniert. Voll gut. Ich musste noch hupen wie so ein Kreuzfahrtschiff. Aber haben wir nicht, ne? Wir haben hier nicht so eine Tröte. Ich wünschte auch, wir hätten hier die Raft-Mod, wie damals bei Evolved. Die Raft-Mod ist auch ziemlich geil. So. Schön. Mal gucken, wann so ein Riesenfisch kommt. Ich glaube, ich sehe den gerade. Nee, das ist ein Hai. Fahren wir jetzt da hoch? Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wo ich hin will.
Aber da war eigentlich ganz schön, ne? Da kommen wieder die Pelikane. So gut. Pelagornisse, die einem immer so folgen. Ich finde das so schön. Ah, herrlich. Voll gut. Ich finde es fast ein bisschen schöner als das, was wir beim letzten Mal gebaut haben. Das war auch sehr interessant. Aber ich glaube, das trifft es auch am besten. Es war sehr interessant. Ich höre hinter mir irgendwas. Ich habe schon das Gefühl, dass hinter mir so ein komischer Fisch ist. Geh mal hier so ein bisschen Richtung Küste. Einfach ins Blaue. Also ich finde heute für den ersten Stream von Ark Survival Ascended Reloaded. Oder wie nennen wir das denn jetzt? Ist es ganz... Wir haben gut was erreicht. Trotz all der technischen Schwierigkeiten. Oha. Und tschüss. Naja, an die Steine immer, ne? Ich habe auch immer ein bisschen Angst, dass ich auf Grund laufe. Ah ja, hier ist ja dieser große Übergang. Wir müssen rüber auf die andere Seite. Und hier hat uns mal so ein Fisch verfolgt. Wir müssen jetzt einmal da rüber. Und hier bin ich dann kurz stehen geblieben, weil mein Vogel abgehauen ist oder irgendwie sowas war. Genau. Jetzt fahren wir irgendwie hier rüber. Oder wollen wir hier bleiben? Ich fahre mal kurz an der Küste so ein bisschen lang. Es sieht so cool aus, auch mit dem Nebel jetzt, ne? Und den Lichtstrahlen. Es sieht richtig, richtig cool aus. Ja, mega. Heftig, heftig. Nee, jetzt hau ab. Ich will jetzt nicht mit dir hier streiten. Oder da vorne ist ein... Den lassen wir mal. Lieber. Okay, dann fahren wir hier weiter. Das ist ein blauer Lutstrahl. Den könnten wir uns holen. Es fehlen noch 4 Daumen. Ja, warum fehlen da 4 Daumen? Was ist da los? Wollen wir den Lootstrahl holen? Schaffen wir das oder werde ich gefressen? Da ist auch noch ein Lootstrahl da vorne. Ich glaube, wir kommen noch am Sumpf vorbei, ne? Aber wir sollten tatsächlich dort in die Gegend wieder gehen, weil es dort Argentavis gab. Wir brauchen Argentavis, Leute. Das ist das Allerwichtigste. Rocket hat 4 Daumen gemacht. Sind wir schon da? Ist das? Wir sind schon da. Wir sind zu Hause, Leute. Oh, wie cool. Wie cool. Oh, ist das gut. Oh ja, doch. Wir müssen hier sein einfach. Das ist so schön hier. Hier können wir unser Hausboot abstellen. Hier können wir kurz bleiben. Da sind meine Lieblingsfreunde.
hätte vielleicht anders einpacken sollen. Ah, shit, ich kann ja nicht rückwärts fahren. Ich kann ja gar nicht rückwärts fahren. Dann bleibe ich so stehen. So. Hier ist, glaube ich, ganz gut. Na, ihr kleinen... Oh Gott, ich dachte gerade, der ist weg. Dich brauche ich. Die anderen bleiben bitte noch hier. Die Dinos machen die ganze Zeit ins Bett. Voll ekelhaft, ey. Und da soll ich nachher noch schlafen. In diesem Saustall. Leute, wir sind wieder da. Oh, ich hätte auch... Ich habe sowieso damals... Also damals... Letztes... Also ihr wisst schon. So bereut, dass wir ständig rausgeflogen sind. Denn ich fand die Bude, die wir gebaut haben, wirklich cool. Und ich hätte die so gerne noch weiter und schöner ausgebaut, ne? Oh mein Gott, guck mal da hinten. Dieser Berg, dieser Schneeberg. Oh mein Gott, wie krass sieht das denn aus? Das war bei vorher nicht so, oder? Scheiße. Den hat man vorher nicht so krass gesehen. Oh. So, jetzt machen wir noch was ganz Tolles. Wenn ich das hinkriege hier. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Oh nein, ich muss auf Fotomodus. Wie geht das? Oh nein, ich habe vergessen, wie das geht. Ich habe keine Ahnung. Alles vergessen. Ja, gehe ich wieder raus aus dem Fotomodus. Toll. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das funktioniert. Im Sommer war das, glaube ich, oder? War das im Sommer? Das ist schon so lange her? Nee, das war im November oder so, oder? Es regnet schon wieder. Guck mal, wie schön das ist. Hier bleiben wir jetzt. Bin fast runtergefallen. Mach's gut, Seerose. Gute Nacht. Hier bleiben wir jetzt schön stehen. Ich werde aber trotzdem wieder runtergehen. Zum Schiffchen. Dann irgendwie zwischendurch muss er noch ein schönes Bild machen für diese Folge jetzt hier. Mal gucken, ob ich das vom Schiff mache oder so. Ich glaube, ich mache das vom Schiff. Ein schönes Foto. Was ist denn mit dem Sound gerade los? Habe ich gerade Soundprobleme, Leute? So. Okay. Ich speichere das. Und gehe einmal hier raus. Leute, es war mir eine Freude heute mit euch. Also ich würde auch jetzt zum Ende kommen, tatsächlich. Es war mir eine Freude mit euch gemeinsam das heute zu machen. Ist das hier keine Musik mehr? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die Packen sind so laut. Ja, irgendwas war mit meinem Sound gerade. Also irgendwie habe ich auch so ein paar technische Details heute, die mich ein bisschen nutzig machen. Da muss ich nochmal gucken, dass ich da ein bisschen nachjustiere. Das war ein bisschen holprig heute, der Einstieg. Und ich muss nochmal rausfinden, wie wir die Grafik ein bisschen hübscher kriegen in Ark. Oder vielleicht geht es auch einfach nicht. Vielleicht ist das auch einfach... Das, was es hergibt, dieses Spiel, was wir zum zweiten Mal für 40 Euro gekauft haben. Naja, wie dem auch sei, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich würde auf jeden Fall gerne hier an der Stelle weitermachen. Ich gebe dann Bescheid, sobald es hier weitergeht. Einmal die Woche habe ich mir vorgenommen. Wenn ich Bock habe, zwischendurch gebe ich euch auch Bescheid. Dann starte ich einfach den Livestream, dann geht's los. Und ansonsten, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns Donnerstag wieder auf Twitch zu The Infected. Wir müssen den Track fertig machen. Bin sehr gespannt, ob wir das hinkriegen werden. Aber auch dazu werde ich noch mal eine Info geben. Und jetzt schlaft schön, macht euch noch einen schönen Abend und genießt noch so ein bisschen die Woche. Und ich sage bis bald. Macht's gut. Tschüssi.
Schön was essen, Leute, ne? Wer noch nichts gegessen hat, lecker essen. Oh ja, wir haben ja frei. Rocket, ja. So gut. Tolle Stimme heute. Ach, ich freue mich schon auf die nächste Runde, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.